Hallo. Schönen guten Abend. Zur Donnerstags Point-and-Click-Zeit. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Wir müssen auch noch einen kleinen Momentchen warten, weil mein Kaffee gerade läuft. Alles wieder mit der heißen Nadel gestrickt. Hi, Cassiopeia. Schönen guten Abend. Also das Spiel hier. Ich habe davon ungefähr die ersten 2 Minuten jetzt gesehen, weil ich ja ausprobieren musste, ob es funktioniert. Und das ist schon ein bisschen zickig. Also was Aufnahme und Streaming und so angeht. Das Spiel hat tatsächlich Probleme bereitet. Und ich musste jetzt quasi austricksen, ne? Und zwar ist das Spiel eigentlich also so ein altes, sehr, sehr eigenwilliges Windows-Spiel offenbar, was in festen 800x600 Modus schaltet, was nicht im Fenster gespielt werden kann und was, nachdem es in diesen Modus geschaltet hat, auch irgendwie nicht in meinem Streaming-Programm auftaucht. Also ganz unangenehm. Hab's auch versucht mit Monitoraufnahme, ging auch nicht, wurde einfach nicht angezeigt. Ganz ätzend. Und jetzt, habe ich einfach zum Trick gegriffen. Und zwar habe ich einfach einen virtuellen Rechner gestartet mit VMware Player. Hab das Spiel läuft jetzt eigentlich im Fenster, und zwar in dem virtuellen Rechner, auf dem linken Monitor, auf dem ich gar nicht drauf gucke. Und ich sozusagen nehme dann das Fenster vom Dingens auf, ne? Kompatibilitätsmodus habe ich nicht probiert, ehrlich gesagt. Aber ich vermute, dass das nicht geholfen hätte. Das Spiel lief ja. Es ließ sich ganz problemlos starten und spielen. Überhaupt kein Ding. Aber ich konnte es einfach ums Verrecken nicht in Windows-Modus oder Window-Modus bringen. Und ich konnte auch eben das, was dort zu sehen war, auf dem Monitor nicht. Was? Was? Kann es sein, dass dein Ton nicht synchron ist? Das wäre mir unangenehm. Im Video sieht es alles okay aus. Also in dem Vorschauvideo. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehabt. Ja? Das habe ich ja schon. Ich wüsste auch nicht, was ich dagegen tun soll. Das in der Probeaufnahme sah es nicht so aus. Nochmal. Hier. Aha. Okay. Kommt der Ton zu früh oder zu spät? Das geht natürlich nicht. Der Ton kommt vor dem Bild. Moment mal. Das Bild kommt zu spät. Ich weiß nicht, was ich da. Okay. Mal gucken, ob ich da was machen kann. Oha. Danke, Priscilla's Hunter, fürs Auto-Hosten. Du meinst Mikrofonton, nehme ich an, ne? Hi Medias.
Casio hat gesagt, ich bin unsynchron. Mal sehen. MCI-Ton, Mikton, ja. Okay. Oh, das hatte ich ja schon super, super ewig nicht gehabt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das eingestellt wird. Das ist nämlich echt lange her, dass ich da mal irgendwas machen musste. Aber immerhin gibt es einem genug Zeit, dass der Kaffee fertig wird, ne? Mal sehen. Sync-Verschiebung. Also, das Bild kommt zu spät, der Ton kommt zu früh. Na gut, dann gebe ich hier mal 300 Millisekunden beim Mikrofon ein. So. Wie ist es denn jetzt? Hm? Weil ich weiß ja, dass sowas echt immer ablenkt. Ne? Also wenn Bild und Ton nicht synchron sind. Besser. Sehr gut. Vielen Dank für den Hinweis. Also ich weiß noch, früher, als ich noch teilweise irgendwelche Filme und Serien aus dem Netz geladen habe, also vor 10, 15 Jahren oder sowas, da und man teilweise irgendwelche Dateien von irgendwelchen wilden Servern gekriegt hat, da war teilweise auch der Ton irgendwie mal so eine Drittel oder halbe Sekunde verschoben. Und sowas kann ich mir auch nicht angucken. Da gucke ich die ganze Zeit und denke, nein, also nein, nein, das kann doch nicht sein. Verliere völlig aus dem Fokus, um was es eigentlich geht. Ne? Sehr gut. Sehr gut. Also wie gesagt, was ihr jetzt hier seht, ja, also hier ist das Spiel, läuft jetzt unter einer virtuellen Maschine auf dem linken Monitor. Und das Ganze ist jetzt ein Fenster, eine Fensteraufnahme. Also ganz wilde Dinge, die hier treiben muss, damit das funktioniert. Ne? Wir werden gleich sehen, ob es klappt. Ich hoffe ja schon. Ich würde mal sagen, ich hole mir mal meinen Kaffee. Und dann kannst du langsam losgehen, was? Einen Moment. So, also, ich habe nur die ersten, also das Einleitungsvideo gesehen und die ersten 1 bis 2 Minuten von dem eigentlichen Spiel. Also ich weiß noch nicht so recht, um was es geht. Und es ist ein Probespiel, das heißt, wir gucken mal, wie es ankommt, wie es läuft, also wie es technisch läuft, wie es inhaltlich läuft. Und wenn es uns gefällt, dann spielen wir es weiter. Und wenn nicht, dann probieren wir für den nächsten Donnerstag was anderes aus. Oder vielleicht geben wir dem auch so ähnlich wie Grey Matter, so vielleicht auch 2 Streams Chancen, wenn es noch nicht ganz klar ist. Und schauen wir mal, was heraus wird. Ne? Nebenbei muss ich übrigens erzählen, also bevor ich loslege, kurze Erzählung.
Habt ihr ja vielleicht mitgekriegt. Ich habe mir tatsächlich Bloodborne gekauft. Im Sale, also im Angebot. Und es macht deutlich mehr Spaß, als ich vermutet hatte. Ne? Also, morgen nach der Maloche, und das wird wahrscheinlich so gegen 16 Uhr sein, denke ich mal, wird es einen Stream geben. Entweder Dark Souls 2 weiter, oder aber Bloodborne. Hallo Zatto, schönen guten Abend. Eins von beiden. Und wenn Bloodborne, ich habe mich entschieden, doch nochmal von vorne anzufangen, weil ich bin noch nicht allzu weit. Ich habe jetzt aber, bin einfach anders rangegangen an die Sache. Hab da anders losgelegt am Anfang. Hab auch eine andere Waffe genommen und so. Also, schauen wir mal, ne? Also morgen wird's eins von beiden. Mal gucken, wo ich mehr Lust drauf habe. Momentan sind die Chancen ganz gut. Hast du das mit dem... Ich habe diese Game of the Year Edition gekauft. Ich glaube, die war dann auch irgendwie so 10, 15 Euro teurer. Wird wahrscheinlich dann die mit dem DLC sein. Ne? Sorgliver. Also ich fand die große Axt gut, die man auch so zweihändig tragen kann. Die hat mir sehr gut gefallen. Die würde ich, glaube ich, lieber nehmen wollen. Aber das können wir alles morgen gucken. Falls ihr morgen Lust habt. Ich hoffe ja schon. Schauen wir mal. Wie gesagt, morgen nach der Arbeit. Und wenn ich zu Hause angekommen bin, ein bisschen was gegessen habe, zur Ruhe gekommen bin, dann schauen wir mal, ne? So. Ich würde mal sagen, wir legen mal los. Ich habe hier ein Spiel, also einen Spielstand, den habe ich deshalb, weil ich es eben gerade probiert habe. Und ich würde mal sagen, dann... Sehr gut. Dann machen wir mal ein neues Spiel. Ich schalte mich nicht weg, weil ich sowieso nichts abdecke, ne? Ha, und da sind wir. Das war ein ganz... Was ist das? Halt! Das ist wahrscheinlich ein Dingens, ein Kapitelanfang. Das war ein ganz cooles Einleitungsvideo, fand ich. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die Dinge, die dort zu sehen waren, bereits passiert sind. Oder noch passieren werden. Dann war es ja so ein bisschen wie so eine Ouvertüre, ne? Offensichtlich bin ich eine Polizistin. Ich habe auch schon gesehen, dass man hier mit der rechten Maustaste Dinge tun kann. Ich bin sogar FBI.
Was das hier, wo das hier gut ist, weiß ich nicht. Hier sind Informationen, die lese ich gleich vor. Es sind auch nicht, zum Glück nicht so ewig viele. Hier kann ich Spiel speichern, laden, Optionen. Vorhin hatte ich schon einmal gespeichert und zwar direkt hier, als ich angekommen war, damit ich probieren kann, ohne das Einleitungsvideo immer spielen zu müssen. Ne? Man kann es nämlich nicht abbrechen, habe ich gemerkt. So. Also. Das ist so ein Tagebuch, nehme ich an. Kapitel 1. Die Anatomie des Dr. Tulp. Prolog. Ein weiterer Tag im Büro. Neuigkeiten über die Berufung. Claire ist ein Engel. Browning ein Wichser. Ho, ho, ho. Und natürlich stapelweise Akten. Sollten Computer denn nicht das Papieraufkommen im Büro eliminieren? Dazu sage ich gleich was. Notizen, Fotos, Berichte und noch mehr Notizen. Wenn ich mir die Schrift dieses Typen ansehe, hätten die genauso gut Arzt werden können. Von ihren Methoden bin ich auch nicht gerade begeistert, aber was weiß ich schon. Ich bin ja diejenige, die in New Orleans gegen die ordentliche Prozedur verstoßen hat. Hoho. Sie ist strafweise versetzt. Oder so, hm? Wenn ich schon bei New Orleans bin. Ich frage mich, wie sich Claire fühlt, da sie wieder mit mir in einem Fall zusammenarbeitet. Sie ist gerade nochmal mit ein paar weiteren Infos zum Mord an Kenworth vorbeigekommen. Nicht viel eigentlich. Es war der Mühe kaum wert, deswegen vorbeizukommen, aber es ist so, so ist Claire nun mal. Sie ist wie eine Mutter, sie kann nichts dagegen machen und sie weiß, dass meine Arbeit an diesem Profil das einzig Interessante an meinem Arbeitstag ist. Ich glaube, ich werde Kenworth als viertes Opfer deklarieren, auch wenn dieser Mord brutaler war als die anderen drei. Bleibt zu hoffen, dass unser Mörder nicht noch gewalttätiger wird. Das fünfte Opfer. Sieht so aus, als ob sich meine Befürchtungen bewahrheitet hätten. Es wird noch gewalttätiger. Ich sollte heute Abend Richard treffen. Ich kenne die alle nicht. Nachdem er in der Galerie fertig ist. Aber als das Telefon klingelte, wusste ich, dass das nicht klappen würde. Er wird mir wahrscheinlich auch das Leben schwer machen. Aber er ist selbst schuld, wenn er so eine Geheimniskrämerei um seine brandneue Anstellung macht. Ich verlese mich hier. Ausstellung natürlich, nicht Anstellung. Ich werde mir Zeit nehmen müssen, um sie nach der Eröffnung zu besuchen. Was bestimmt spaßig wird, während ich eine frische Leiche untersuche. Aber immer noch besser, als hinterm Schreibtisch festzustecken. Richard scheint ihr Freund aus dem Einleitungsvideo zu sein, würde ich mal behaupten. Was haben wir hier? Nichts. Okay, hier haben wir Informationen. Bericht des Gerichtsmediziners. Erstes Opfer Chicago. Das ist wenig Text. Stadt Chicago, Polizeipräsidium, Bericht des Ermittlers. Fallnummer 2004 irgendwas. Die Tote ist Roslyn Chica. Informationsquellen. Arthur Lee, Hausmeister, Universität von Chicago. Thomas Crichton, Wachmann, Universität von Chicago. Officer Victor Cho. Ich nehme an, Chicago PD. Telefonnummer sowieso. Ermittlung. Arthur Lee kam an der Ecke Barclay und Wharton auf meinen Patrouillenwagen zugerannt. Hoch erregt berichtete er von der Entdeckung der Leiche einer unbekannten Frau in der Personaltoilette des Gebäudes für Erwachsenenbildung der Universität von Chicago. Nabend, Cherubim. Schönen guten Abend. Also, der erste Tod, Gebäude der Erwachsenenbildung. Okay. Okay. Zweites Opfer, Chicago. Stadt Chicago, Polizeipräsidium. Und diesmal ist es Elizabeth Walmsley. Informationsquellen. Inspektor Menzies, Chicago PD. Edward Ciso, das sind alles komische Namen. Wohnhaft in Mosley. Patrick O'Connell, Arbeitgeber der Toten. Cherubim, das hier ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich lese hier gerade nur so ein paar Anfangsinformationen vor und dann geht's weiter. Ich kann auch gerade nicht, Zato, tut mir leid.
Ich bekam den Anruf. Moment, Ermittlung. Edward Ciso rief beim Notruf an und meldete einen untergetauchten Körper im Dachschwimmbecken seines Apartmentgebäudes bei 112 Mosley. Ich bekam den Anruf zugewiesen und begab mich mit Inspektor Menzies zur gemeldeten Adresse und dort auf das Dach. Die Tote trieb im Schwimmbecken. Wir holten ihre Leiche heraus. Das Opfer schien beim Baden spät nachts ertrunken zu sein. Ups. Nein, Cherubim. Darum geht's nicht. Weißt du doch. Drittes Opfer. Stadt Chicago, Fallnummer. Tote Shannon Bram. Was sind das alles für komische Namen? Warum heißen die nicht Miller und Smith? Informationsquellen. Streifenpolizist Ryan, Chicago PD. Marlene Katz, Nachbarin. Aaron Martinez, Laborpartner. Ermittlung. Am Mittwoch um 19.02 Uhr rief Marlene Katz, die Nachbarin der Toten, unsere Dienststelle an, um deren Tod zu melden. Der Streifenpolizist Ryan wurde angewiesen, dies zu untersuchen. Die Tote befand sich in ihrer Wohnung, teilweise in ihrer Badewanne untergetaucht. Man hat mich gerufen, um die Örtlichkeit zu untersuchen. War das beim ersten auch so mit hier untergetaucht? Leiche einer in der Personaltoilette. Ist die etwa in der Toilette ertränkt worden? Viertes Opfer. Tote Natalie Kenworth. Drei Informationsquellen. Inspektor Miller, Chicago PD, Eric Adler und Robert Jackson. Um 21.35 Uhr rief vor allem Eric Adler unsere Dienststelle an, um den Tod von Natalie Kenworth zu melden. Inspektor Miller wurde für die Untersuchung zugewiesen und rief mich nach der Ermittlung der Details an. Die Tote wurde auf einem Laufsteg in der Kanalisation. Okay. Also mehr wissen wir jetzt nicht. Vier tote Frauen offenbar. Zumindest immer in der Nähe von Wasser. Na, ob die alle ertrunken sind, kann ich nicht sagen. Wir werden sehen. Mehr Informationen habe ich hier, glaube ich, nicht. Ne? Also das hier wird wohl das Inventar sein. Mein noch leeres Inventar. Hier Akten, Tagebuch und Menü. So. Ich kann auch nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. So. Übrigens, ganz nebenbei, ich habe voll Lust, an diesem Wochenende ziemlich viel Souls-artige Sachen zu machen. Also, das werden, glaube ich, ziemlich lange Streams werden. Ne? So, aber wir gucken jetzt erstmal hier. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt wegzufahren, also gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Ne? Sprechen mal mit der Person. Sieht so aus, als könnte hier jemand einen Kaffee gebrauchen. Allerdings. Hier, für Sie. Danke, das ist echt nett. Sie sind wirklich was Besonderes, Miss McPherson. Ganz anders als Ihre Kollegen. Ah, ich kann hier weiterreden. Ne? Siehe hier, Maus-Icon. Womit haben wir es zu tun? Das Übliche? Ja, immer die gleiche Scheiße. Anonymer Anruf, keine Zeugen und wieder ein totes Mädel. Die sieht allerdings noch wüster aus. Ich dachte mir gleich, dass da wohl euer Kerl am Werk war und hab direkt Miller Bescheid gesagt, sonst niemandem. Medias? Ja, auf dem Tablet. Auf dem Tablet ist es ein bisschen anders. Aber, naja, jetzt legst du das Ding wahrscheinlich nicht mehr aus der Hand, ne? Ich verstehe schon. Wir reden weiter. Und wer außer Ihnen war zuerst hier? Miller, vor etwa 10 Minuten. Claire kam ein paar Minuten später. Wo ist der Tatort? Sie müssen durch den Eingang, dann die Treppe hoch und sofort rechts. Der Waschlappen neben dem Kühlschrank ist Miller. Aber seien Sie vorsichtig, Miss McPherson. Die Bude ist dermaßen vergammelt und versifft, dass man allein schon beim Angucken der Wände Angst kriegt, sich was zu holen. Ich kann auch weiterreden oder rausgehen. Ich rede mal weiter. Fähren Sie mir hier mal nicht fest, ne? Werd mir Mühe geben. Wenn das kein Scheißwetter ist. Meine Fresse. Gestern hatten wir 15 Grad und heute dieser verdammte Schnee. Hatte Schwierigkeiten, überhaupt herzukommen.
Miller war also der Erste. Und? Hat er es wieder mal geschafft? Und ob. Dieser alte Donutfresser. Oh Mann. Claire war stinksauer und hat ihn erstmal auf den Flur verbannt. Tja, dann gehe ich mal hoch und schaue nach, wie es Miller geht. Seien Sie da drin bloß vorsichtig. Eine Sache merke ich hier gerade. Ne? Ja, das, diese komischen Klickerspiele, die packen einen, ne? Die packen einen leider und lassen einen so schnell nicht mehr los. Die sind wie Fast Food, ne? Also, eine Sache ist mir aufgefallen. Ich kann nochmal mit ihm reden, wie es aussieht. Wo war der Tatort noch gleich? Im ersten Stock. Miller wartet im Flur auf Sie. Ich nehme an, euch ist es auch aufgefallen. Die Mundbewegungen beim Sprechen sind ein bisschen eigentümlich. Ich nehme an, dass das dem doch ziemlich alten Spiel geschuldet ist. Also altes Spiel und so weiter, ne? Ich habe sowas noch nie gespielt. Naja, ich auch die meiste Zeit meines Lebens nicht. Aber ich bin halt neulich mal drauf gekommen. Und naja, irgendwie ist es entspannt. Kann man spielen, nebenbei laufen lassen, vielleicht noch ein Video gucken, ne? PCs mit einem Papierkram, ja. Eigentlich nur so ein Spruch. Bei mir bei der Arbeit habe ich das noch kein bisschen gemerkt, dass das so sein soll. Das PCs, das papierlose Büro ist ja so ein Ideal, was ich nur einmal bei jemandem ansatzweise erfüllt gesehen habe. Und zwar bei meinem Mathe-Dozenten an der Fachhochschule, bei einem meiner Mathe-Dozenten. Das war so ein ganz, ganz penibler, ordentlicher Mensch. Ganz netter auch, ne? Obwohl er so penibel und ordentlich war. Also hätte man jetzt vielleicht erwartet, dass er auch vielleicht auch, sagen wir mal, sehr, sehr streng ist oder sowas, aber nein. Der hatte ein Büro. Das war, erstens war es blitzblank sauber. Das kann jetzt vielleicht sein eigener Verdienst sein oder das von der Putzfrau oder sowas. Aber sein Arbeitsplatz, es war ein Glasschreibtisch. Auf diesem Glasschreibtisch stand ein Computer. Ganz sauber rechtwinklig ausgerichtet. Tastatur, Maus daneben. Und sonst nichts. Kein Schreibpapier, nichts, gar nichts. Das war echt so ein bisschen, da hat man sich gefragt, wo das alles geblieben ist, ne? Aber ich denke, das war so ein bisschen seine Art, mit solchen Sachen umzugehen. Andererseits, ich kenne da so einen Spruch, und er stimmt meistens, finde ich. Nämlich, das papierlose Büro ist ein bisschen wie der Yeti. Viele haben schon von gehört und viele reden drüber. Aber niemals hat es jemand gesehen. Das ist mir nur wieder eingefallen. Wir gehen da mal rein. Und ab da ist es quasi blind. Ich habe nur diesen Dialog am Anfang mit diesem Polizisten geführt. Hi, Kantenflimmern. Guten Abend. Ich habe die Spuren davon gesehen. Na? Wer weiß, wie es aussieht, wenn kein Besuch kommt. Ich kann hier hochgehen, theoretisch. Aber ich gucke mich erst um. Yeti confirmed. Naja, zum bisschen. Aber ich habe kein Foto, also kann ich es nicht beweisen. Aber ich habe mal was anderes gemacht. Das war mal ganz lustig. Als ich meinen Streaming-PC noch an der anderen Seite des Raumes hatte, hatte ich ja hinter mir so ein schwarzes Regal, ne? Und in diesem schwarzen Regal lag und liegt noch immer ein kleiner Stoffhase, ne? Den hat eine Freundin für mich gemacht, oder beziehungsweise hat ihn gemacht und mir dann geschenkt. Die hatte relativ viele von diesen Dingern gemacht und an verschiedene Leute verschenkt. Und dabei noch verschmitzt gesagt, die Hasen wollen was erleben, ne? Also nimm sie irgendwo mit hin oder
oder mach Fotos, während mit den Hasen irgendwas machst, ne? Und eine Sache habe ich gemacht dann. Ich musste irgendwann mal zum Zahnarzt zur Kontrolle und bin dann tatsächlich in den Behandlungsraum reingesagt und habe zu dem Doktor gesagt, einen Moment bitte. Ich muss noch, bevor ich mich da in diese Behandlungsliege lege, eine Sache machen. Habe diesen Stoffhasen in die Behandlungsliege reingelegt und habe davon ein Foto gemacht. Dann habe ich den Hasen genommen und habe gesagt, alles klar, können loslegen. Der hat keine Fragen gestellt. Er meinte, okay. Und dann ging es los, ne? Also dann kam die Untersuchung, ne? Der hat nur ein bisschen komisch geguckt, aber nichts gesagt. Ne? Oh. Du hast Plüschtiere genäht. Nice. Cool. Was für welche denn? Ich guck mich erst mal. Ich guck mal, ob ich hier. Ich kann nicht weiter nach links gehen, offenbar. Ich kann offenbar wirklich nur hochgehen. Ja, das hilft jetzt gar nichts. Dann gehe ich doch mal hoch. Generische Teddybären, okay. Oh, ich habe auch einmal etwas gemacht. Das ist eigentlich kein Plüschtier. Da war ich noch ziemlich jung. Und wir hatten bei uns zu Hause halt so ein bisschen Kram für Handarbeiten. So Stoff und Faden und Nadel und sowas. Und eines Tages kam ich auf eine Idee. Pass auf, ich mache mal Folgendes, dachte ich mir. Ich habe den großen, also den blauen Stoff, den wir hatten, auf den Tisch gelegt. Flach. Habe dann meine gespreizte Hand draufgelegt. Habe mit dem Stift die Hand nachgemalt. Habe das zweimal ausgeschnitten sozusagen. Also zwei Stoff übereinander gelegt und zweimal ausgeschnitten. Dann habe ich diese beiden Sachen zusammengenäht, dass ich so einen handförmigen Beutel hatte sozusagen und vollgestopft mit Watte. Und dann wieder zugenäht unten an der quasi da, wo das Handgelenk ist. Und dann hatte ich so eine handförmiges Stoffteil. Dann habe ich das geschnappt und geguckt, wo mein Vater ist. Der hat zu dem Zeitpunkt im Sessel gepennt. Hat da so mit verschränkten Armen im Sessel geschlafen. Na, wahrscheinlich irgendwie beim Fernsehen eingepennt oder sowas, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und dem habe ich dieses Handdingen quasi hier so unter den Arm so gesteckt, ne? Ich glaube nicht, dass er sich erschreckt hat hinterher, aber es war schon ziemlich lustig, ne? Hast du den nicht auf links gedreht? Nee, ich weiß, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich war da wirklich noch ziemlich jung. Ich weiß es nicht mehr, ob ich es gemacht habe. Kann sein, dass ich es gemacht habe, aber die Handgelenkkante habe ich dann bestimmt nicht irgendwie noch irgendwie was gemacht, ne? Ich habe auch nicht irgendwie sauber und ordentlich genäht, sondern einfach nur Nadel hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter durch den Stoff durch und dann einfach gezogen, ne? Also einfach nur so, dass es zusammenhält. Aber das Ding war lustig irgendwie. So, gucken wir doch mal. Ich kann nach hinten rechts gehen. Oder nach unten links. Ich gehe erstmal nach hinten rechts. Da steht nämlich jemand. Ich glaube, der ist am Rum. Wow, das erinnert mich an meine Ausbildung, als ich mal nach dem Mittagessen beim Hindernisrennen mitgemacht habe. Da kam aber auch alles hoch, sogar noch das Frühstück. Nette Mischung aus Pizza und Toast. Davon wird mir bestimmt nicht besser. Hier, damit geht's gleich besser. Vielleicht auch nicht. Okay. Jetzt die Frage, jetzt muss ich mal gucken hier, ob ich neben dem Gespräch auch noch weitere Optionen habe, hier irgendwie auf irgendwelche Gegenstände zu tippern oder so. Es sieht mir aber nicht so aus. Ja, und mit was haben wir es zu tun? Das war eindeutig unser Mann. Das Opfer liegt in der alten Badewanne. Das Wasser da drin ist gefroren. Ich konnte nicht viel erkennen. War wahrscheinlich auch besser so. Mhm. Wo ist Claire?
Wie hieß noch der Indianerspruch? Gestank folgen. Kleines, dickes Bleichgesicht finden. Mensch, Miller, danach ist mir heute nicht. Entschuldigung. Sie ist im Badezimmer. Den Flur ganz runter und dann links durch die Tür. Sie arbeitet bei der Leiche. Ich glaube, sie wollte, dass Sie sich mal in der Wohnung umschauen. Hier, die Kamera. Claire will mich hier nicht haben. Sie werden also auch Fotos machen müssen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied zwischen linker und rechter Maustaste gibt. Müsste mal probieren, ne? Ob es da irgendwie klar wird, ne? Aber Bruder mal fragen, ob er mir ein Bild von dem letzten Teddy schicken kann. Ja, cool. Gerne. Okay. Ich hab eine Kamera. Linke Maustaste geht nicht. Ich drück mal die rechte. Miller, Sie sollten es aufgeben. Sie und Leichen sind wie Tag und Nacht. Nächstes Mal warten Sie lieber, bis wir da sind, anstatt ständig auf die Beweisstücke zu göbeln. Geht in Ordnung, Agent McPherson. Ich hab den Verdacht, dass die rechte Maustaste für nicht storyrelevante Dialoge da ist. Weil ich kann nämlich jetzt offenbar den Dialog schon verlassen. Ich drücke trotzdem die rechte Maustaste. Und hören Sie endlich mit diesem blöden Agent McPherson auf. Ist Victoria so schwer zu behalten? Okay. Victoria. Nur so aus Neugier. Wo ist die Ladung denn diesmal hingegangen? Ins Klo. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Oh weia. Schon zum zweiten Mal. Claire muss außer sich vor Freude sein. Die will mich wohl eher umbringen. Sie drohte mir, mich an den Geländewagen zu binden und durch die Stadt zu schleifen. Nur keine Panik. Bis gleich. Miller. Oh, Miller halt. Ne? Ich lasse ihn besser in Ruhe. Jetzt kann ich ja mal gucken. Ich habe eine Kamera. Okay. Ich kann nicht... Ah, okay. Interaktion. Kamera angucken. Oh, geil. Guck mal hier. Ich kann die... Mausrad geht leider nicht. Ah, das war aber früher auch nicht selbstverständlich bei Spielen, sage ich mal, ne? Kamera Lompatech 35mm Kamera. Okay. Naja, es ist ja auch irgendwie nicht ganz, das Spiel ist ja nicht ganz aktuell, ne? Hast du schon das Halloween-Event gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Habe ich gesehen, aber ich bin noch nicht so richtig eingestiegen. Ich weiß nicht, ob ich es tun sollte, aber ich dachte mir, warum eigentlich nicht, ne? Von wann ist das Spiel? Ich weiß es nicht, aber es wird schon, ich schätze mal, so 10 Jahre alt wird das sein. Ich muss mir echt mal angewöhnen, bei den Spielen, die ich hier spiele, mal so ein paar Informationen immer parat zu haben. Die Frage, von wann ein Spiel ist, von wem es ist und so weiter, die kommt eigentlich immer. Und ich vergesse immer, das vorher rauszusuchen. Es ist auf jeden Fall so alt, das Spiel, dass es nur in 800x600 läuft. Man kann die Auflösung nicht umstellen. Und man muss rumtricksen, damit man es streamen kann. Hat ein, der mich durchs Krankenhaus begleitet hat und so weiter. Okay. Den und ich war echt angepisst. Und er hat ihn wahrscheinlich gekriegt. Was? Erstaunlich, wie stark eine Bindung zu so einem Plüschtier sein kann. Ne? Ich hatte auch mal einen Teddybären, so einen ganz einfachen, normalen Teddybären. Also wirklich so klassisch, ganz klassischen Teddybären. Ich weiß leider nicht, wo der geblieben ist. Ne? Bist ja schon zu alt dafür. Oh. Diese Sprüche, ne? Bist ja schon zu alt dafür. Vielleicht kannst du ihn ja dir inzwischen mal wiedergeben lassen. Falls der noch zu haben ist. Nun gut. Zu alt dafür. Ja, dummerweise hat man als Kind von Eltern, jeder ist ein Kind von Eltern, also dummerweise hat man dort oftmals nicht viel Mitspracherecht. Und wenn die Eltern beschlossen haben, es ist so,
ist so, weil ist so. Und wir machen das so, weil ich es gesagt habe. Dann hat man natürlich schlechte Karten, ne? So. Ich gehe erstmal da lang. Und mal hier unten lang. Mal gucken, was hier so zu sehen ist. Ich habe meinen ersten Teddy noch, ne? Jünger Bruder hat natürlich kaputt gemacht. Ihm war es ja auch. Ach du Scheiße, das tut mir leid. Das tut mir echt leid. Sowas ist. Oh Mann. Wie blöd das ist, wenn man. Oh. Wie blöd das ist, ne? Also, da kann ich gar nichts zu sagen. Also, fällt einem nichts zu ein, ne? Mein Vater und mein Bruder. Nein, nicht mein Vater und mein Bruder, sondern mein Vater und sein Bruder haben sich auch mal ziemlich in die Haare gekriegt. Der ältere Bruder meines Vaters, also quasi der Erstgeborene, hat nämlich was gekriegt, was mein Vater hätte lieber kriegen sollen, aus meiner Sicht. Nämlich unser Großvater. Nein, gar nicht wahr. Sein Großvater, mein Urgroßvater, den ich nie gekannt habe, der war früher bei der Bahn gewesen, wahrscheinlich Reichsbahn oder sowas. Hat dort für seine lange, lange, lange Dienstzeit eine goldene Uhr gekriegt, so eine Taschenuhr mit einer entsprechenden goldenen Kette dran. Also ein wirklich tolles Teil, ne? Das Ding hat natürlich dann mein. Das Ding hat natürlich dann der ältere Bruder gekriegt, also der quasi mein Onkel. Anstatt meines Vaters. Und was hat er gemacht? Er hat sich. Hat die Kette abgemacht und hat sich daraus irgendwie so eine Schmuckkette machen lassen. Ne? Gibt ein paar Erziehungsmethoden, da bin ich heute noch im Streit mit deinen Eltern. Ja, gerade sowas, ja, glaube ich. Also wenn solche grundlegenden verschiedenen Ansichten plötzlich aufeinander prallen, das gibt echt Zündstoff, ne? Das gibt wirklich Zündstoff. Also mit meinem Vater, muss ich gestehen, hatte ich früher ziemliche Schwierigkeiten. Wir haben uns inzwischen ganz gut zusammengerauft. Im Laufe der. Also war eine ziemlich wechselhafte und Geschichte mit Höhen und Tiefen. Und jetzt ist aber eigentlich soweit okay. Aber wir waren früher oft ganz, ganz, ganz verschiedener Meinung. Ja? Also mein Vater ist zum Beispiel so ein Mensch, ich glaube, der eigentlich eher noch seine Groß-, also seine Mutter, aber er hat es auch so ein bisschen übernommen mit Essen niemals wegschmeißen. Genau, jeder trägt seinen Eltern was nach. Essen niemals wegschmeißen. Lieber in sich reinzwingen und riskieren, dass einem übel wird. Bloß niemals, niemals, niemals wegschmeißen. Ne? Und auch von seinen Kindern verlangen, immer alles aufzuessen. Ne? Ja. Ja, ist schon richtig, Zatto. Also, hast du völlig recht. Jeder trägt seinen Eltern irgendwas nach. Und wenn man Kinder hat, die werden auch einem irgendwas nachtragen, irgendwas vorwerfen irgendwann. Ich denke, die perfekte Harmonie und die perfekte Übereinstimmung gibt es da nicht. Wäre auch sehr eigentümlich, muss ich gestehen. Wie auch immer. Ich hatte halt solche Stoffdinger gemacht, ne? Man ist nicht perfekt, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich sag mal, die meisten Eltern, also die ich so kenne, die machen all diese Dinge ja auch nicht, um einen irgendwie was Böses zu tun, sondern entweder, weil sie dem einfach nicht die gleiche Bedeutung beimessen, oder aber, weil sie aus irgendeinem Grund glauben, dass das Richtige fürs Kind ist. Ja. Also hier ist eine Lupe. Eine schwebende Lupe. Das haben Sie fantastisch hingekriegt. Was
für eine Aussicht. Jetzt lernen wir mal, ob es... Ja, wenn du deinen Teller nicht aufwirst, gibt es morgen kein schönes Wetter. Habe ich jetzt erst gesehen. So ein Quatsch, ne? Ich drücke nochmal drauf, dann lernen wir nämlich womöglich, ob man durch mehrfaches Tun der gleichen Sache neue Dinge lernt. Das haben sie fantastisch hingekriegt. Was für eine Aussicht. Na, bisher nicht. Huch. Ich muss sagen, von der Steuerung her und so weiter und von der bis Atmosphäre gefällt mir das Spiel bisher ganz gut. Aber das war bei Grey Matter am Anfang auch so. Mal gucken, wie es sich entwickelt. So, wir gehen da mal rein. Exit. Diese Tür wurde zugenagelt. Und zwar gründlich. Bin ja gespannt, was mein Neffe später mal über seinen Papa sagen wird. Markus, hallo. Schönen guten Abend. Sind meistens Generationsprobleme. Unsere Eltern in der Nachkriegszeit hatten andere Sorgen. Das ist selbstverständlich richtig. Mal kein Essen zu haben, kennt heute keiner mehr. Und ja, und wenn man mich anguckt, würde man es mir auch nie glauben. Das stimmt wohl. Und wer weiß. Wir sind ja nun, wir alle hier sind ja nun auch eine bestimmte Art von Menschen, also Zocker und so weiter. Also zumindest sind wir den multimedialen Freuden sehr zugetan, sage ich mal so, ne? Und womöglich wird das später auch irgendwann sehr stark auf Kritik stoßen, ne? Wer weiß. Also hier ist quasi gerade nichts zu holen. Also ich habe zumindest keine Möglichkeit, das jetzt aufzumachen. Diese Tür wurde zugenagelt. Und zwar gründlich. Gut. Und man kann die Aussicht gucken. Okay. Wir gehen mal zurück, würde ich sagen. Da rein kann ich, glaube ich, nicht, ne? Nee. Also es geht tatsächlich nur in die andere Richtung. All diese tollen Dark Soul-Emotes, ja. Übrigens, gratuliere Sless zu 250. Und neue Emotes, so, ne? Neue Emotes. Hype. So. Von wem ist das? Ich denke, ich kann gerade auch nicht gucken, von wem das Emote ist. Sless, dieses Spiel heißt Still Life. Ja? Ich denke, das ist so ein... ich weiß nicht, ob das ein Wort ist für Stillleben oder immer noch am Leben. Ne? Wird heute schon kritisch betrachtet. Wenn man sich Sätze wie "geh doch lieber raus" bei dem Wetter anhören darf. Geh doch lieber raus, da hast du mehr von. Ja, genau. Diese Diskussion, gerne Sless. Diese Diskussion beende ich meistens ziemlich abrupt. Neulich waren ja irgendwie mehrere Tage am Stück frei, irgendwie 3. Oktober war es, glaube ich. Und das Wochenende, einen Tag mehr hatte ich, glaube ich, freigenommen. Und hatte ich noch eine Kollegin getroffen am letzten Tag vor den 4 freien Tagen. Und sie fragte so, was ich denn wohl an den 4 Tagen machen würde. Und ich sagte, naja, wahrscheinlich werde ich die meiste Zeit so einfach in den Tag hineinleben und viel zocken und so, ne? Und da kam schon wieder so ein Spruch, ne? Genau, da kam schon wieder genau so ein Spruch, nämlich, ja, aber geh auch mal an die frische Luft, ne? Oder vergiss nicht auch mal an die frische Luft zu gehen. Und ich mag es ja nun überhaupt nicht, wenn man mir Vorschriften macht, bei Dingen, die ich selbst zu entscheiden habe, ne? Und dann habe ich gesagt, Silvia, nein, Fenster aufmachen muss reichen. Und, das fand die wohl irgendwie nicht so lustig aus irgendeinem Grunde. Vielleicht habe ich auch zu böse geguckt nebenbei, ne? Am Dienstag ist auch Feiertag, ja, bei uns nicht.
In Niedersachsen nicht. Ja. Lalalala. Also, ein Point and Click. Hallo, ist da niemand? Still live, wie gesagt, ne? Seltsam. Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Game und Netflixen ist halt Gesellschaft doch nicht so anerkannt wie ins Museum gehen. Ins Museum gehen oder zum Fußball und sich die Hucke vollsaufen. Oder eine Kneipe und sich die Hucke vollsaufen. Oder irgendwo anders hin und sich die Hucke vollsaufen, ne? Community-Treffen im Museum, ja, das geht natürlich, ne? So bevormund ist das doch gar nicht. Eher ein Interessenkonflikt. Naja, also, ich finde, würden die Kollegen und ich zusammenleben aus irgendeinem mir unbekannten Grunde, dann hätte sie, sagen wir mal, schon Mitspracherecht, was denn so gemacht wird, ne? Aber solange es einfach nur eine Kollegin ist und das wird auch dabei bleiben, hat sie natürlich einfach keinerlei. Also sie kann ja das Interesse haben, selber viel draußen rumzulaufen und frische Luft und so weiter, aber, ne? Aber das betrifft mich ja nicht, ne? Sag ich mal. Was denn ein Museum? Museum heißt es, glaube ich, ne? Ja. Kneipe saufen kenne ich. Kommt sehr gut an bei älteren Semestern, ja. Aber das ist nichts für mich. Also ich trinke sowieso keinen Alkohol, eher aus Überzeugungsgründen, ne? Und ich hasse es, wenn ich von besoffenen Leuten umgeben bin. Ne? Ich hasse es. Ich mag weder diese, die aggressiv werden, die erst recht nicht, ne? Die kann ich überhaupt nicht leiden. Und auch diejenigen, die angeblich lustig werden, kann ich auch nicht leiden. Also ich habe mal einen Spruch gelesen und der ist total passend. Nämlich fand ich, da stand irgendwie, die schnellste Möglichkeit, sich das Trinken abzugewöhnen, ist es, im nüchternen Zustand einen Besoffenen zu sehen. Jawohl, ich habe hinter mir ein Fatal Frame Poster. Cassiopeia. Wir gucken uns hier mal Sachen an. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Saufen bis zum Verlust der Muttersprache. Ich finde das absolut unterirdisch, ne? Also, kann man machen, wenn man Spaß dran hat, aber ich gehe nirgends hin, wo das gemacht wird. Absolut nicht. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Den richtigen Filter? Kann ich hier vielleicht die Kamera benutzen? Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Jawohl. Das Poster ist sehr cool. Ich habe es mir fast gedacht, dass du das meinst. Wie kann ich das denn hier? Kamera? Damit kann man einiges entdecken. Ja, ist ja gut. Wenn man den richtigen Filter benutzt. Wie kann ich denn diese alberne Kamera benutzen jetzt? Wie benutze ich das? Wie benutze ich das? Wie benutze ich das? Das ist, glaube ich, fallen lassen. Ich muss erstmal rausfinden, wie ich die Kamera benutze. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Vielleicht muss ich erst eine Stelle finden, wo ich sie eindeutig benutzen kann, die Kamera. Muss mal in die Tanke. Dann bis gleich, Kante. Lalalala. So einen Saustall habe ich selten gesehen. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein. Ich will jetzt eine Stelle haben, wo ich einen Gegenstand benutzen kann. Damit kann man einiges entdecken,
wenn man den richtigen Filter benutzt. Ich glaube, damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt, oder? Das ist nicht richtig. Seltsam. Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Kann ich hier die Kamera benutzen? Doppelklick auf Kamera? Nein. 2005. Schönen Dank, Medias. Also über 10 Jahre alt. Kamera. Ich kann es offenbar nicht fallen. Also das ist, glaube ich, fallen lassen. Naja, gut. Ich muss wahrscheinlich erst eine Stelle finden, wo ich es wirklich benutzen kann. Blut. Wahrscheinlich vom Opfer. Blut. Ja. Wahrscheinlich vom Opfer. Ich muss das erst rausfinden, wie das geht hier. Und sie schleppt die ganze Zeit den Kaffee mit sich rum. Annie ist schlau. Die Stimme kennst du doch. Also ich muss gestehen, bisher finde ich die Vertonung ganz gut. Gefällt mir. Ich gehe mal hier rein. Was ist das denn hier? Puppen? Na, wenn das keine tolle Weihnachtsdekoration ist. Vielleicht kannst du nichts machen, weil die Hände voll sind. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Vielleicht muss ich erst den Kaffee wegbringen. Kann sein. Nee. Aber guckt mal, interessant. Jetzt ist der Cursor, also der Lupencursor weg. Ich kann es jetzt nicht nochmal angucken. Das finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Wenn ich sozusagen, wenn ich Sachen mit irgendwelchen Sachen interagieren kann und es getan ist und nichts mehr geht, dann, ja. Dann sucht man nicht so blöde. Und lange rum. Claires Koffer mit all ihren Instrumenten. Claires Koffer mit all ihren Instrumenten. Ich glaube, das ist Claires Koffer. Claire Werk. Claire Grube. Das scheint Claire zu sein, würde ich mal sagen. Hallo, Clarice. Und was haben wir Schönes? Alles, was das Herz erfreut. Einen Idioten, der erstmal jeden Tatort vollkotzt. Zu wenig Personal, weil ich die einzig Blöde bin, die in den Ferien arbeitet. Einen kalten Hintern, eine festgefrorene Leiche. Reicht dir das? Kaffee gefällig? Ja, bitte. Kein Wunder, dass du meine beste Schülerin warst. Das ist übrigens auch eine Sache, die kann man mal lustigerweise anbringen. Also, ich habe zum Beispiel Kollegen, die schon viel länger in der Branche arbeiten als ich. Ne? Ich habe da einen Kollegen, der ist noch mal über 10 Jahre älter als ich und arbeitet die ganze Zeit schon in der EDV. Und ich finde es ganz lustig, wenn man sozusagen Leuten, also wenn wir alle untereinander vorgestellt werden, wenn dann mal wieder jemand Neues zukommt und man wird so untereinander vorgestellt und wenn ich dann sage, hier, das ist Kollege X, der beste Schüler, den ich je hatte, ne? Das habe ich mal gesehen bei Crocodile Dundee und fand das sofort lustig. Müsst ihr mal machen, ne? Also, das ist mein bester Schüler. Sagt er dann zu eurem Vorgesetzten oder sowas. Ist eine gute Synchro, finde ich auch. Und wie kann ich dir helfen? Schau du dich nach Indizien um. Ich habe schon genug Zeit verschwendet, um die Leiche für den Fleischtransport vorzubereiten. Du weißt ja, was für eine Sauerei das sonst gibt. Ich glaube übrigens, ich habe beim Reinkommen Blutflecke gesehen. Damit könntest du anfangen. Und vergiss nicht, immer ein Foto zu machen, bevor du was einsammelst. Die Instrumente findest du in meinem Koffer. Der steht da, wo früher mal eine Küche war. Wenn du die Indizien hast, kannst du mir hier noch helfen. Ich weiß, dass ich eigentlich mit anfassen sollte, aber ich glaube, ich bin hier dann doch etwas überfordert. Vicky McPherson überfordert? Das wäre aber das erste Mal. Wo hast du das denn her? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin urlaubsreif. Herzchen.
kannst sie nicht immer schnappen, bevor nicht zwei oder drei dran glauben mussten. Weiß ich ja. Ah, kann noch weiterreden. Und das machen wir Willst auch. Du eigentlich immer so ruppig zu Miller sein? Wie bitte? Ich wühle hier schon zum zweiten Mal in seiner Kotze rum, um nach etwaigen Indizien zu suchen. Und da soll ich nicht ruppig sein dürfen? Ich glaube, ich spinne. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen, Clarys. Hör endlich damit auf. Clarys. Moment mal. Habe ich hier neue Informationen? Officer Tate wird vorgestellt. Officer Tate erwartete mich. Wie immer mit seiner rauen Schale. Irgendwie ist er aber süß mit seinem Oh verdammt, Ma'am. Er spricht mich nur selten mit Special Agent an. Fast immer mit Miss McPherson. Oder sogar ohne Miss. Das könnten sich nicht alle erlauben. Er ist ein guter Polizist. Ich bin froh, dass es ihm gut bei ihm gut läuft. Okay. Miller wird vorgestellt. Ah, okay. Miller war auch bereits da, als ich ankam. Das genaue Gegenteil von Tate. Miller hat sich sein Essen schon wieder durch den Kopf gehen lassen. Ich kann das beim ersten Mal verstehen. Keiner ist beim ersten Mal darauf vorbereitet. Aber beim zweiten Mal... Er hat Potenzial. Er ist intelligent und kompetent. Aber das war ein wackeliger Start. Tate hat sich natürlich weggelacht und Claire war stinksauer. Ich glaube, jeder von uns war irgendwie nervös. Opfer Nummer 5. Und Claire wird vorgestellt. Ich frage mich, ob ich das alles vorlesen sollte, weil es sind ja immerhin Informationen, die wir eigentlich schon durch den Ablauf gekriegt haben. Aber zunächst mal bleibe ich dabei. Die gute alte Claire. Sie ließ mich am Tatort arbeiten, um den Staub abzuschütteln. Endlich aus Brownings Gefängnis entflohen. Ich schrie schon fast frohe Weihnachten. Es fühlte sich so gut an, endlich wieder zurück zu sein. Aber jedes Mal, wenn ich mich so fühlte, musste ich an das nackte, aufgeschlitzte Mädchen in der eisigen Badewanne denken. Das brachte mich wieder auf den Boden der Realität zurück. Wieder eine Mutter, die dieses Weihnachten ein Familientreffen um einen Sarg herum veranstalten wird. Boah, fies. Ah, anderer Cursor. Schnappcursor. Vielleicht stellt sie jetzt den Kaffee weg. Oder trinkt ihn selber. Oh ja. Wir kriegen... Das sind so, glaube ich, so, sagen wir so... Probenabstrich-Dinge. Und ein Klemmbrett. Und ein Sprüh-Ding. Und irgendwas, was ich nicht erkennen kann. Und Film. Meine Fresse. Mal sehen. Also, Schwarzlichtfilter. Ah ja, okay. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie benutzen, miteinander. Schwarzlichtfilter. Schafft eine Schwarzlichtumgebung, in der man wahrscheinlich irgendwelche Flecken fotografieren kann, wie beim Munk. Forensischer Tupfer. Tupfer zum Aufnehmen von Blut- oder Spermaproben. Luminol. Das ist eine Chemikalie zum Identifizieren von Blutflecken, die das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Das geht nur mit solchen. Also Blutflecken, die das menschliche Auge wahrnimmt, das geht damit dann nicht. Film. 400er. Und eine Pinkzette, habe ich es früher mal genannt. Pinkzette. Pinzette. Zum Aufnehmen von Gegenständen. Haarproben. Na gut. Ich würde ja mal vermuten, dass man den Film in die Kamera packen muss. Jawohl! Na? Mit eingelegten Filmen. Sehr gut. Wie wäre es, wenn ich mal speichere? Ich nehme das hier. Überschreiben. Flupp. Sehr gut. Also. Ich gehe mal da hinten lang. Ich hatte wenigstens beide Hände frei. Du hattest womöglich recht. Ich fange mal lieber weiter vorne an. Huch, Doppelklick ist laufen. Sehr gut. Blut.
Ich steck doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen. Ich brauche eins von Claires Instrumenten. Vielleicht mache ich aber erstmal ein Foto. Ich versuch's zumindest. Wie verdammt. Ich kenne Leute, die anstelle von trotzdem immer trotzdem sagen. Ja. Oder Desktop. Desktop, ne? Kumpel von mir sagt immer Desktop. Zum Desktop. Oder zum Kiosk. Sagt der Kiosk. Sprechfaul wahrscheinlich. Verdammt. Wie mache ich das? Wie benutze ich die Kamera? Vielleicht muss ich auch aus dem forensischen Tupfer... Oh. Wie mache ich das? Das steht hier nur. Es gibt keine Anleitung oder so. Ich will mit dem Tupfer jetzt hier eigentlich was aufnehmen. Vielleicht muss ich es ja auch mit irgendwas anderem verbinden. Ich steck doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen. Ich weiß genau, was ich machen will, aber das Spiel sagt mir nicht, wie es geht. Mit dem Mausrad passiert auch nichts. Links, rechts, oben, unten Taste passiert nichts. Mittlere Maustaste, geht das hier auf? Auch nicht schlecht. Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst eins von Claires Instrumenten. Ja, zum Beispiel... den Schwarzlichtfilter. Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst eins von Claires Instrumenten. Ein Instrument, was du eindeutig in deinem Inventar hast. Okay. Muss man trotzdem erstmal dran gewöhnen, so. Rechte Maustaste. Pinzette. Fotoapparat. Erstmal das Ding wieder weg. Vielleicht geht's ja jetzt mal sehen. Fotografieren soll ich sollte doch das fotografieren, verdammt nochmal. Ich steck doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen. Ich brauche eins von Claires ins. Zum Beispiel den forensischen Tupfer zum Aufnehmen von Blut- oder Spermaproben.
Ich muss ein Foto machen, bevor ich eine Probe nehme. Okay. Jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Okay. Wieso klappt das jetzt wieder nicht? Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst eins von... Ich muss es erst nochmal angucken mit der linken Maustaste, damit sie sagt, dass sie da was machen kann. Ist ja unglaublich. Okay. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Okay. Sollte ich vielleicht auch eine Probe nehmen, was? Das kann ich hier nicht verwenden. Aber vielleicht den Fotoapparat. Das kann ich hier nicht verwenden. Die Pinzette. Das kann ich hier nicht verwenden. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Er muss erstmal, wie gesagt, erstmal gucken, wie das funktioniert. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was... Was weggewischt? Ja, eigentlich... Wieso kann sie dann den Foto... Luminol. Um Sachen ausfindig zu machen. Tröpfchen und so. Sanctuary? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Okay. Ich wette, mehr brauche ich hier nicht zu machen. Oder kann ich vielleicht noch hier Pinzettenprobe nehmen? Das kann ich hier nicht verwenden. Dachte ich mir fast. Tablet-Akku gleich leer, dann, naja, aufladen, ne? Das kann ich hier nicht verwenden. Okay. Sieh an, wir schnappen uns mal wieder das Zeug. Mal sehen, ob sie jetzt was anderes sagt. Davon habe ich schon eine Probe. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Ich steck doch nicht meinen Finger da rein, um... Erstmal so, ne? Dann eine Probe, bitte. Ich hoffe, sie merkt sich auch hinterher alles. Da wird doch bestimmt wieder so eine Stelle sein, die man verwischen kann. Oder wieder so angucken kann. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Dann mal wieder Schwarzlicht, ne? Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst... Schwarzlicht. Erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, in der ich noch in Diskos war. Vor allem in den Diskos in dem Städtchen, in dem ich erstmalig im Alter war, um in die Disco zu gehen. Da war überall Schwarzlicht.
Und laute Musik. So brutal laut, dass man sich anbrüllen musste, um die Chance zu haben, was zu verstehen. Und trotzdem hat es meistens nicht geklappt. Das ist wahrscheinlich jetzt... Mepimpedim. Map. Disturbed. Was zum Teufel? Interessant. Sanctuary, Disturbed. Das Graffiti sieht im Schwarzlicht einfach toll aus. Geht so. Also, das Blut haben wir. Eine Blutprobe. Davon ein Foto. Naja, gut. Die eigentliche Mordstelle, also die eigentliche Leiche, haben wir aber auch noch nicht gesehen, ne? So einen Saustall habe ich selten gesehen. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Okay. Machen wir doch nochmal hier so ein Dinges dran. Um das richtig verwenden zu können, brauche ich... Das Schwarzlicht vielleicht. Sieht das jetzt anders aus? So einen Saustall habe ich selten gesehen. Nee. Das tut's nicht. Aber ich würde vermuten, dass wir nicht in dem Raum hier was machen müssen. Und hier waren wir, glaube ich, schon. Ja. Ist hier noch Blut? Hier ist gar nichts, ne? Bis jetzt gefällt es mir echt ganz gut. Willkommen zurück, Cassiopeia. Hier war doch immer auch was, ha? Treffer. Damit hätten wir Haar- und Faserproben. Haar- und Faserproben. Pinkzette, bitte. Ich muss ein Foto machen, bevor ich eine Probe nehme. Danke fürs dran erinnern. Mit den Händen kann ich die nicht einsammeln. Kannst du wohl, willst du bloß nicht. Evidence. Hair Fiber heißt das wahrscheinlich. Okay. Hier können wir diesmal kein Schwarzfilter draufpacken. Ansonsten ist hier auch nicht viel zu holen, wie es aussieht. Außer dieser gruseligen Dekoration. Ich freue mich echt schon auf Wochenende. Ich habe echt keinen Bock mehr, diese Woche zu arbeiten. Was kann ich hier machen? Hm? Die Puppen sind gruselig, das stimmt. Das muss ich nicht nochmal machen. Hast du etwa die Proben abgegeben? Okay, das Schwarzlicht ist weg. Gut, dann können wir ja mal
hier mal lang gehen. Und dann mit der... Achso, okay, das ist alles das Gleiche. Gut. Dann reden wir mal mit der Claire. Also, ich wäre dann soweit. Super, danke, mein Herzchen. Und was jetzt? Ich bräuchte ein paar Aufnahmen von der Leiche, bevor wir den Tatort völlig umkrempeln. Bis gleich, Medias. Okay. Und kannst du schon irgendwas sagen? Noch nicht viel, vermutlich genau wie die anderen vier. Tod durch Ertrinken. Aber das kann ich erst nach der Autopsie bestätigen. Der Täter hat mehrmals mit dem Messer auf sie eingestochen und hat sie dann aufgeschlitzt. Sie scheint sich nicht gewehrt zu haben. Vermutlich war sie an diesem Punkt bereits bewusstlos. Kannst du mir erklären, was hier los war? Noch nicht. Ich gucke mir das erstmal im Labor an und untersuche die Indizien, die du eingesammelt hast. Ich sag dir Bescheid, sobald ich fertig bin. So, du kannst jetzt das Tuch von ihrem Gesicht nehmen. Oh, welche Ehre. Hast du die Tätowierung gesehen? Die stand wohl auf Schmerzen. Könnte eine Prostituierte gewesen sein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das so im Gefühl. Wäre neu in Bezug auf die bisherige Vorgehensweise und das Profil unseres Täters. Ich gebe ihren Namen mal in die Datenbank. Vielleicht finden wir was. Ist schon eigenartig, ja. Wovor man Angst hat, stimmt. Die Sache mit den Hampelmännern kann ich aber verstehen. Also trifft bei mir mit Hampelmännern nicht zu, aber dass man plötzlich Angst hat vor völlig irrationalen Dingen, das kenne ich auch. Ne? Also man weiß genau, ist doch totaler Quatsch. Ist totaler Quatsch, sich jetzt hier zu fürchten, aber trotzdem hat man plötzlich so Angstreaktionen. Ne? Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Bei mir war es so eine alte Folge Raumschiff Enterprise. Eine ganz, fand ich, eine super gruselige Folge. Die Crew, Captain Kirk, Spock und sowas, kommt auf ein anderes Schiff, sieht einen Haufen Toten, Haufen Tote. Und plötzlich finden sie eine Überlebende, die eben noch nicht tot ist, die sich noch so ein bisschen bewegt, die auch schon so komisch zuckt auf dem Boden. Und als sie sie genauer angucken, sieht man so eine Großaufnahme vom Gesicht. Das guckt so direkt in die Kamera. So eine Frau. Die macht komische heulende Geräusche, so hu, hu. Und das Gesicht wird immer rot, grün, gelb, also die Farben ändern sich ständig. Und das ist ja eigentlich ziemlich, also eigentlich völlig Banane, ne? Aber das war echt ein Albtraumgeber für mich, für Tage. Also ich war wirklich, wirklich richtig fertig hinterher. So, ich rede mal mit ihr. Wie heißt sie überhaupt? In den Papieren in ihrer Tasche steht Cynthia Woods. Könntest du sie jetzt mal ohne das Tuch vorm Gesicht fotografieren? Brauchst du mich hier noch? Eigentlich nicht. Ich hätte zwar gerne Gesellschaft, aber wie ich sehe, bist du in Gedanken schon woanders. Ich komme auch alleine klar, bis die Jungs anrücken. Du siehst eh hundsmüde aus. Oh, danke, dass du mich verschonst. Aber wenn du mich noch brauchst, bleib ich gern. Geh du schon. Außerdem verschone ich dich keinesfalls. Wir sehen uns nachher wegen der ersten Ergebnisse im Leichenschauhaus. Das verpasse ich auf keinen Fall. Bis nachher. Ich gucke die Sache natürlich trotzdem nochmal an. Boah. Oh Mann, sie wurde wirklich brutal geschlagen. Hm. Mehrere Stichwunden im Brustbereich. Nochmal AFK? Mehrere Stichwunden im Brustbereich. Inakzeptabel sowas. Blutiges Wasser? Da schaue ich bestimmt nicht rein. Sonst geht's mir noch wie Miller. Muss man dies nochmal fotografieren oder so? Davon brauche ich nicht noch ein Foto. Na gut. Super Tätowierung. Sollte ich mir auch zulegen. Na gut. Boah. Also auf jeden Fall schon ein bisschen gruselig. Ein Mörder, der Frauen umbringt, sie ertränkt. Hast du Miller wirklich gedroht, ihn an meinen Wagen zu binden und...
Natürlich. Und das mache ich auch wahr. Würde ich dir glatt zutrauen. Hast du Miller wirklich gedroht, ihn an meinen Wagen zu nehmen? Natürlich. Hübsch, ja. Mal abgesehen von dem Blut und so weiter, ne? Interessant auf jeden Fall. So. Hi, Fenor. Guten Abend. Herzlich willkommen. Und willkommen zurück. Cassiopeia. Ich würde mal sagen, wir verschwinden hier, was? Jetzt müsste sie es doch eigentlich machen, oder? Jawohl. Gehen wir, Miller. Und wohin? Ins Büro. Oh, Scheiße. Das war knapp. Genug gefummelt? Oh, Entschuldigung. Die ist ja giftig. Die ist ja bissig. Er hat sie gerettet und dann sowas. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Dann werde ich wohl einen anderen Weg hier raussuchen müssen. Okay, ich bleib hier. Falls Claire runter oder jemand anders hoch will. Da gehe ich bestimmt nicht runter. Neo, Neo. Ah, das heißt, man muss da hinten wahrscheinlich die Tür aufmachen, ne? Als ob sie mich gehört hat. Genau. Eigentümlich, ne? Vielleicht kann ich ja das fotografieren. Das haben sie fantastisch hingekriegt. Was für eine Aussicht. Vielleicht kann ich die ja fotografieren, die Aussicht. Nein. Gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um diese Bretter zu entfernen. Vielleicht Miller. Vielleicht macht ja Miller das. Oder es geht mit der Kamera. Nur mal gucken, ob sie da was anderes jetzt sagt. Vermute ja nicht. Das haben sie von. Nee. Dann müssen wir erstmal wieder zurück. Was haltet ihr von Adventures, bei denen der Protagonist mit dem Spieler spricht, wie zum Beispiel, willst du das wirklich machen? Kann okay sein. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig großartig drüber nachgedacht. Aber es ist schon, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es unterbricht so ein bisschen diese sogenannte Immersion, ne? Also eigentlich ist es ein bisschen komisch. Dann werde ich wohl einen anderen Weg hier raussuchen müssen. Okay, ich bleib hier. Ja. Ich find's eigentlich ganz schön, wenn man in Adventures einen sozusagen nicht unbedingt nur einen festen Weg hat, irgendwelche Sachen zu schaffen, sondern wenn man mehrere Möglichkeiten hat. Ne, zum Beispiel jetzt die Tür aufbrechen, könnte ich ja entweder ihn fragen, ob er sie mir die Bretter abreißt oder ein Stück Metall suchen oder sonst irgendwas. Ne, vielleicht einen Hammer oder sowas, mit dem ich die Nägel rausziehe. Und ich finde es halt immer blöd, wenn man eigentlich eine Idee hat, die ziemlich sicher funktionieren würde. Und man darf sie nicht benutzen, man darf sie nicht machen, weil das Adventure das eigentlich nicht erwünscht, ne? Und deshalb so Sachen wie, willst du das wirklich machen? Dann soll man gefälligst auch klicken können, ja, will ich. Hm.
Gibt es Adventures bei einer mehreren Möglichkeiten auch entstehen? Ich hätte jetzt einfach gesagt spontan ja, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke. Ja, gibt es. Und zwar diese alten Text-Adventures von Infocom. Da hatte man oftmals mehrere Möglichkeiten. Ne? Also diejenigen Adventures, bei denen man eintippt, was man tut, aus alten Zeiten. Ne? Wo überhaupt keine Grafik drin war, sondern nur Text. Die waren sehr geil, üblicherweise. Und da gab es auch mehrere Möglichkeiten, oftmals Dinge zu tun. Zum Beispiel gab es da eins, das habe ich sehr geliebt. Das habe ich leider nie ganz zu Ende gespielt, sondern immer nur zu, oder einmal zu ungefähr 80-90%. Hieß Trinity. Das war so ein so ein Adventure. So ein bisschen surreal, sage ich mal. Musste man zu verschiedenen Stellen, zu verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen, sagen wir mal, bestimmten wichtigen Zeitpunkten in der Weltgeschichte reisen, zu denen verschiedene Experimente mit nuklearen Explosionen angestellt wurden. Also die erste Atombombe die erste Experimente und so weiter, musste man so verschiedene Zeitpunkte erwischen und Orte. Und damit das funktioniert, musste man einen Gegenstand spiegelverkehrt drehen. Also man hatte einen sogenannten Gnomon, also ein Stück Metall, was man in eine Sonnenuhr einschrauben musste, aber das Gewinde war falsch rum. Und man musste es andersrum bekommen. Und da gab es halt mehrere Möglichkeiten, verschiedene Reihenfolgen, verschiedene Dinge, wie man das sozusagen durch bestimmte Möglichkeiten andersrum gekriegt hat. Bisschen schwer zu sagen, also ein bisschen schwer zu beschreiben, aber genauso war es. Oder man musste ein bestimmtes Wesen töten und da gab es auch ziemlich viele Möglichkeiten für. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das so klappt, ne? Ich brauche jetzt irgend sowas wie eine Brechstange oder so, würde ich sagen, ne? Generell finde ich es ganz schön, nicht nur bei Adventuren, also Point and Click oder sowas, sondern zum Beispiel bei so Spielen wie Deus Ex, Human Revolution, was ich ja auch mal wieder weiterspielen möchte. Ich finde es da schön, da ist es ja so, da hat man mehrere Möglichkeiten, Dinge zu schaffen. Entweder der brutale, schnelle Weg oder der vorsichtige Schleichweg, ne? Oder irgendein Mittelweg. Teilweise kann man sich sogar noch bestimmte Abkürzungen suchen. Finde ich gut. Kann ich vielleicht das Brett da mitnehmen? Nee, was? Wäre komisch gewesen. Vielleicht gehe ich ja noch ein anderes Werkzeug. Das muss ich nicht nochmal machen. Möp. Wenn ich aber will, dass sie die Sache mitnimmt, dann soll sie das machen. Ne? Also das war auch so eine Eigenart bei diesen alten Text-Adventures. Dort war natürlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist natürlich so, da konnte man Story und ablaufmäßig viel mehr unterbringen, also mit ganz wenig Aufwand viel mehr reinprogrammieren. Also wenn man einfach nur einen kleinen Abschnitt programmiert hat, so ein Zehnzeiler oder sowas, dass man einen Gegenstand mitnehmen kann, obwohl man ihn nicht mehr braucht, dann muss niemand diese Sequenz einsprechen, ich brauche das jetzt nicht mehr. Niemand muss die Animation dafür herrichten oder so, sondern es muss einfach nur programmiert werden, dass der Text da steht, ne? Und das macht die Sache auch so schön, dass man ganz viele komplexe, verschiedene Dinge machen kann, ne? Das Rätsel des Master Lu, das kenne ich gar nicht. Ist das auch ein Text-Adventure gewesen oder was war das? Ja, zum Beispiel, wenn man bei den Text-Adventures war es so, wenn man bestimmte Sachen probiert hat, dann hat man üblicherweise eine Antwort gekriegt, also wenn es ordentlich programmiert war, eins von diesen guten Infocoms zum Beispiel, dann hat man die Information gekriegt, warum das jetzt nicht klappt.
Und in den ganz vielen dieser Adventures, da hörte man, das geht nicht oder das ist nicht richtig oder sonst irgendwas. Einfach nur ein Hinweis, nein, vergiss es. Und in diesen alten Text-Adventures, da gab es zum Beispiel eine Stelle, da wollte ich auf einen Felsen hochklettern. Und dann habe ich halt die Information gekriegt, dass das nicht geht, weil der Felsen zu glatt ist. Und dann habe ich irgendwas gemacht, irgendwie meine Schuhe aufgeraut oder sowas. Und dann ging es immer noch nicht, aber wegen irgendwas anderem, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat man den Hinweis gekriegt, warum etwas nicht geht, ne? Ja. Das wollte ich immer spielen. Früher, als die Grafik noch nicht so toll war, musste man halt ein gutes Spiel. Das Spiel an sich musste gut sein, ja. Richtig. Da gab es so Bugs, wenn du was Falsches gemacht hast, konntest du einfach nicht weitermachen. Das ist eigentlich kein Bug. Das ist eigentlich kein Bug. Deshalb schreibst du es vielleicht auch in Häkchen. Bei diesen Text-Adventures war es tatsächlich so. Also mal ganz ehrlich, diese Sache, dass man ein Spiel, egal an welcher Stelle man gerade ist, dass man es auf jeden Fall weiterspielen kann, das ist nicht selbstverständlich. Ne? Also so zum Beispiel diese, irgendwie ein Adventure, ob es nun ein Grafik- oder Text-Adventure ist, es ist eigentlich nicht selbstverständlich, ne? Dass man ein Spiel immer jederzeit in einem Zustand hat, dass man es auch beenden kann. Da konnte man die Kundschaft nicht mit Grafikblender verarschen, richtig. Da musste der Inhalt super sein. Ne? In diesem Text-Adventure, von dem ich eben geredet habe, Trinity, da war es so, da musste man ganz, ganz am Anfang, also sagen wir mal in den ersten 5 bis 10 Spielminuten musste man einen Gegenstand aufsammeln, den Gnomon. Wenn man den nicht aufgesammelt hat, dann konnte man an einer späteren Stelle nicht mehr weiterspielen. Dann war das Spiel einfach nicht mehr lösbar. Und das war eigentlich kein Bug. Es war kein Bug. Es war einfach damals nicht in der Denkweise drin, in der Spieler-Programmierer-Denkweise, aber dass ein Spiel immer, zu jeder Zeit, immer noch beendbar sein muss. Es war kein Text-Adventure, aber ein Adventure, wo man wirklich in eine Sackgasse geraten kann, ja. Ehrlich gesagt, ich möchte das heute nicht mehr unbedingt haben, dass man an eine Stelle kommt, wo es nicht mehr weiter geht, selbst bei geschicktem Spiel. Ich will das haben, dass ein Spiel immer noch beendbar ist, aber damals, wie gesagt, war es nicht selbstverständlich. Mal sehen, ob sie irgendwie was weiß. Hey, was war denn das für ein Krach? Die Treppe ist eingestürzt. Ich hoffe, du wolltest noch nicht gehen. Ich muss erst einen anderen Ausgang suchen. Na super. Und wie sollen wir jetzt die Leiche rausschaffen? Keine Ahnung. Lasst euch was einfallen. Wenn man heute an einen Deadlock ankommt, ist es meist inakzeptabel, ja. Also, ehrlich gesagt, ich möchte es heutzutage haben, dass ein Spiel, dass ich vorher weiß, ob es sowas in ein Spiel geben kann. Also, wenn es ein echter Bug ist, gut, da kann man vielleicht jetzt nicht so viel dran drehen. Aber wenn ein Spiel nicht beendbar ist, also wenn es die Situation geben kann, möchte ich es eigentlich vorher wissen. Ne? Lalalala. Da hast du so lange rumprobiert, ja. Hast du entweder so lange rumprobiert, bis es ging, oder du hast irgendwann aufgegeben. Aber man hat nicht so schnell aufgegeben, ne? Guck mal, da ist ein Klo. Millers Mittagessen. Naja. Oh, die alten Zeiten, früher, als ich noch jung war, war alles besser. War es gar nicht. Nicht alles. Tja, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie... Vielleicht gucke ich auch mal in mein Tagebuch, aber ich denke... Weiß nicht, ob da was Relevantes drin steht. Claire wird vorgestellt, hatten wir schon. Modus Operandi.
Dieser Perverse wird zweifelsohne immer schlimmer. Jetzt verdeckt er ihnen das Gesicht und dass er sie so brutal zusammenschlägt, ist auch neu. Das Blut an den Wänden. Was kommt als nächstes? Tja. Ich habe nur eine Kamera. Mit einer Kamera kann man es nicht schaffen, die Nägel abzukriegen, denke ich. Erinnert mich an meinen ersten Baldur's Gate-Versuch. Ehrlich gesagt, also Baldur's Gate habe ich ja nie gespielt. Ich habe nur gesehen, dass das damals viele Leute gut fanden. Willkommen zurück, Medias. Nach 10 Stunden bekam ich meinen ersten Ring. Wow. War Baldur's Gate schwer? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja halt nie gespielt. Funktion unbekannt. Also mal anziehen. Tot. Okay. Oh Mann. Was ist das hier? Eine Kante? Naja. Ah. Ein Stück Holz. Kann man bestimmt als Hebel nehmen. Der Ring war verflucht. Wie Monkey Island. Wie Monkey Island. Irgendwann hockten wir zu fünf vorm Bildschirm. Jeder wollte was anderes probieren. Monkey Island war super. Da gab es keine Komplettlösung. Da hast du stundenlang rumprobiert. Man zieht keine unidentifizierten Ringe an. Mache ich heutzutage auch nicht. Ehrlich gesagt ziehe ich überhaupt keine Ringe an. Ich habe zumindest keinen, der mir gefällt. Oder? Maniac Mansion. Ne, das haben wir auch mit mehreren Leuten gespielt. Probier mal dies. Genauso wie du sagst. Probier mal dies, probier mal das. Ne? Steuerung mit Joystick. Ne? Wenn der Cursor hier war und du wolltest nach links unten, ne, so. Ne? Dann klick. Oder hier, klick. Benutze mit. Inventar. Klick, 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 klick. Dann klick hier und dann, naja, hat es vielleicht funktioniert, ne? Oder wie fies war das bei wie hieß das Spiel? Wie ist denn das? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Der Vorgänger von Skyrim. Oblivion. Da gab es auch eine Stelle, da war einen Ring anzulegen oder einen Ring aufzunehmen, glaube ich sogar nur, war eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. So, ich würde mal sagen. Gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um diese Bretter zu entfernen. Die Special Edition von Skyrim kommt morgen. Ne, Morrowind war nochmal davor, ne? Vor Oblivion. Ehrlich gesagt, also ich bin ja eigentlich. Moment. Gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um diese. Ich bin ja eigentlich berechtigt, die Special Edition von Skyrim zu kriegen, weil ich ja die ganzen DLCs habe und alles drum und dran. Ich muss mal sehen, ne? Ob ich es dann hinterher spiele, wird sich auch erst noch zeigen, ne? Also spielen vielleicht, streamen weiß ich nicht. Skyrim war schon geil, aber ich bin eigentlich auch ein bisschen überfüttert damit. Skyrim ist anders als die Souls-Spiele irgendwie. Ich finde, es hat nicht so einen super Wiederspielwert. Ne? Es war schon öfter mal, vielleicht so 2-3 Mal, aber ich finde, es hat keinen 20-30 Mal Wiederspielwert. Okay. Da gab es keine fetten Questmarker. Ja, eigentlich so ein bisschen wie bei The Lost Crown, ne? Ist im Grunde dasselbe. Sicherlich nur solange kein SkyUI-Mod. Ja, SkyUI ist auch für mich
Voraussetzung dafür, dass ich es probiere. Die DLC will ich schon mal nachholen. Nur unterlevelt sind die brutal. Das muss ich wohl auf die harte Tour erledigen. Aha. Ich muss gestehen, mir gefällt das hier echt gut. Das ist schön gemacht. Also jetzt hier zum Beispiel auch dieses... Diese Szene hier ist wirklich... Also das ist wirklich schön in Szene gesetzt hier. Dieser draußen... Diese Draußen-Ansicht. Man glaubt wirklich, dass da Schnee liegt. Und dass es kalt ist, finde ich. Das ist gut gemacht. Auch wegen der Hintergrundgeräusche und... Alles liebevoll, sage ich mal, ne? Keine perfekte Grafik, aber alles wirklich schön gemacht. Er ist auch darunter gesprungen, nehme ich an. Mensch, Miller, alles in Ordnung? Und? Hat er sich nichts getan? Ach, was. Schön gemacht. Ja, ich hätte sowas... Also, mir gefällt das bis jetzt ziemlich gut. Wenn sich da jetzt nicht noch irgendwas Spielemechanikmäßiges ergibt, was mich annervt oder so, ne? Dann gerne. Ja, die Lippen, das ist ein bisschen komisch. Das haben sie, ich glaube, das ist aber womöglich daran, dem geschuldet, dass das ein sehr altes Spiel ist und dass der Rechner hier jetzt deutlich schneller ist, als das jemals erwartet wurde von dem Spiel, ne? Und der Miller ist tatsächlich ein Superspezialist, ja. Aber womöglich ist er... Herz am rechten Fleck, womöglich. Wer weiß, ne? Und? Hat er sich nichts getan? Ach, was. Das hatten wir schon. Dendak. Mal sehen, ob sie jetzt den Tatort verlässt. Vorher ging es ja nicht, weil sie noch was zu tun hatte. Wow. Das war damals sicherlich sehr modern. Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich hinfahre. Fünfter Tatort. Das Büro. TM. Die Liste TM. Wir fahren gleich ins Büro, würde ich mal sagen. Umgekippter Kaffeebecher. Das ist so richtig geil polizistenmäßig, ne? Eigentlich müssten hier noch Donuts rumliegen. Dann wäre es noch cooler. Ich muss gestehen, ich mag so Filme, Spiele, Serien, die mal was Außergewöhnliches sind. Ne? Wie damals zum Beispiel Portal war was Außergewöhnliches, also was Innovatives. Ich mag zum Beispiel auch so Sachen wie, keine Ahnung, so dass damals das... Point-and-Click-Adventure, das coole Point-and-Click-Adventure, Black Mirror und sowas. Also ich mag es, wenn sich mal was Neues ergibt. Ich mag es aber auch ziemlich gerne bei solchen Sachen, wenn man auf Vertrautes trifft. Ne? So eine typische Polizistenserie, also so typische Polizistenfilme, so, wo ein Verbrecher gejagt wird und die schnappen ihn, guter Kopf, böser Kopf und so weiter. Das hat irgendwie was Gemütliches, finde ich. Schön heimisch, ja. Also passe ich halt. Also, ich sag mal, ich find's passend. Ne? Kann ich wieder weggehen? Was passiert dann? Achso, ich kann mir mein Auto angucken. Aber ich will ja jetzt nicht wegfahren, ne? Ist auch nicht gerade ein Glanzstück, dieses Auto, würde ich sagen. B1. Ein anderes Auto.
Gott sei Dank fahre ich nicht so einen Schrotthaufen. Mhm. I see. Okay. Nun gut, es geht wohl hier ins Büro, würde ich mal sagen, ne? Ich mag auch so den stereotypischen Film-Noir-Detektiv, ja. Genau. Besten noch in Schwarz-Weiß. Kommt auch cool. Wie gesagt, wer gerne Hörbücher hört, dem kann ich zwei Hörbuchreihen empfehlen. Zumindest hat es meinen Geschmack sehr gut getroffen. Einmal, genau, zu wenig Aufträge, Kettenraucher und Whiskyabhängig. Und eine hübsche Frau, ne, die in Schwierigkeiten ist. In dem Zusammenhang auch, ne, fiel mir nämlich gerade ein, Hörbuchreihe Geschichten aus der Nightside, oder Nightside heißt die Serie. Ne? Gibt es auch als Buch einfach nur. Ist ein bisschen abgedreht, es geht da auch um so einen Privatdetektiv, der aber auch in einem im Untergrund aktiv ist, in einer Gegend, in einer Bereich unter London, in denen auch Monster und Götter und sowas und große alte Mächte und sowas aktiv sind, ne? Und das ist eine ziemlich coole Serie. Also so ein typischer abgeranzter Detektiv, der kein Geld hat, der alle möglichen Geldprobleme hat, ne? Aber dann eben wieder in die Nightside zurückkehrt, ne? Um einer Frau zu helfen hauptsächlich, ne? Dann kommt plötzlich die Femme Fatale rein. Heiß, wie Gott sie schuf. Mit einem roten Kleid, strohblond und einem Leberfleck. Ich hätte sie vom Fleck weg geheiratet. Ne? Fand ich echt cool, diese Serie, ne? So. Und so immer so kernige Sprüche dazu, ne? So, in dieser Serie war es so ganz am Anfang, kommt auch so eine Frau rein in das Büro, wo der Detektiv sitzt und auf seinem alten Schwarz-Weiß-Fernseher, der ihm Gesellschaft leistet, halt so irgendwelche Filme guckt. Sie setzt sich auf dem Stuhl ihm gegenüber, ohne ihn abzuwischen. Und ich gab ihr ein paar Punkte für Tapferkeit. Ne? Haben Sie mal Feuer, schöner Mann? Ich hätte ihr mein ganzes Feuer gegeben. Nicht nur mein Inneres. Sie hätte von mir alles verlangen können. Ja, also, Nightside, Geschichten aus der Nightside. Sehr empfehlenswert. Ne? Ja. Sin City, ja, das fand ich auch ganz cool. Das fand ich echt ganz prima. Habe ich auch gern gesehen. Goldie. Was? Du brauchst keinen Feuerlöscher? Ist doch Mindestausstattung für einen Abenteurer. Ich gehe da gleich rein, aber ich gucke erst noch. Ja, die zweite Hörbuchserie, die ich auch sehr, also wie gesagt, Hörbuchserie gibt es auch als Buch. Ich höre es aber als Hörbuch. Die ich auch sehr empfehlen kann, ist Die dunklen Fälle des Harry Dresden. Und im Hintergrund tönt deprimierender Jazz hier. Ach, du hast es so genau getroffen. So genau, das ist total geil. Kante hat's drauf, ey. Ey, das ist wirklich genau so das Bild vor Augen, wie man es, ne? Echt wirklich schön. Geil. So, wo fahren wir denn hin? Zu unserem Archivbereich. Allerdings bin ich nicht zugangsberechtigt. Es gibt ja immerhin ein Spiel, das habe ich auch überlegt, ob das gut geeignet wäre für Donnerstags Point and Click. Jetzt habe ich vergessen, wie es hieß. Aber es waren zwei Wörter und das zweite war auch Noir. Ich glaube, Face Noir oder irgendwas in der Art. Das habe ich echt
überlegt, ob ich das spielen sollte. War auch so ein Detektiv, der da irgendwie, was weiß ich, für Probleme hatte. Ich habe es nur die ersten 10 Minuten gesehen. Ich habe so ein Spiel. Es ist so, sah gut aus, auf den ersten Blick. Ne? Baywatch. Discworld? Nein, nicht Discworld. Es hieß anders. Ich glaube, wir sind hier, ne? Oder ich fahre jetzt ins Basement. Ich kann gleich nochmal gucken, wie es hieß. Ich guck mal eben. Jetzt interessiert es mich auch. Moment. Einen kleinen Moment. Ich schau mal eben. Nee, kann ich gar nicht. Geht jetzt gar nicht. Weil ich müsste erst in meinen Steam-Account gehen und der ist auf dem virtuellen Rechner. Also geht gerade nicht. Aber kann ich hinterher nochmal gucken, wie es hieß. L.A. Noir? Nee, das hieß anders. Irgendwie hieß es anders. Da, 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 da. So. Und abends, wenn der Detektiv schlafen will, kann er nicht, weil die Prostituierte nebenan verdammt viel Kundschaft hat. Was für ein Leben. Schön. Langes Saxophongedröhne. White Nights? Nein. Es hieß, hatte irgendwas. Im Titel war Noir mit drin. Ich guck nachher nochmal. Ne? Das war halt auch. Es war ein Point and Click, was eben so. Anscheinend so dieses Klischee bedient, ne? Mal sehen. Wir sind im Basement. Ich würde mal sagen, wir sind da, wo Leichenhallen sich üblicherweise befinden. Ja? Eine Toilette. Ich gehe nicht auf öffentliche gemischte Toiletten. Das ist mir zu ekelig. Du bist ja komisch. Um herauszufinden, wer der Schütze hinter dem Grashügel war, rufen Sie einfach 555 1963 an. Wie geschmacklos. Kleiner süßer Leberfleck. Die Discworld ist auch eine gute Reihe. Wenn du mal rankommen. Ist das auch Adventure? Ist das. Ich weiß es nicht. Ist das. Ich muss jetzt ganz, ganz unbedarft fragen. Sind das auch Point and Clicks? Die Kante geht voll drin auf. Total cool. Finde ich gut. Wow. Farben. Was haben wir denn hier? Ein Reanimator-Deck. Geschmacklos. Ihr armer toter Mann. Deshalb. Ein Reanimator-Deck. Deshalb die Trauer. Der Trauerschleier, ne? Wir gucken uns hier um. Ich finde es aber cool. Er war so reich und das Erbe ist groß. Hm? Ah, Quatsch. Was haben wir hier? Da ist so ein Ding hier. Ich kann es nicht lesen. Ich muss mal näher ran. Moment. Kann ich nicht lesen. Huch. Da ist nichts. Moment mal, ich habe gar nicht genau auf das. Ach so, die Kamera. Die Kamera. Sie zeigt den Bereich, wo wir gerade rausgekommen sind. Sledgehammer ist eine Fernsehserie, die auch so ein, naja, so eine Polizistenserie. Ziemlich cool, aber auch sehr abgedreht und humorvoll. Ne? Seltsamer Humor. Miss Dezember, wow. Die sieht beim Duschen aber auch ihre eigenen Füße nicht mehr. Miss Dezember, wow. Wow. Oh Gott, stinkt das hier. Na gut, also wir haben uns das Büro angeguckt. Dann gehen wir wieder raus, was? Da sind wir hergekommen, also gehen wir jetzt mal in die
Leichenhalle? Vermutlich Leichenhalle. Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Oha. Versuch's nochmal. Geht nicht auf. Ich brauche einen neuen Zugangscode. Sie heißt Besuch aus alten Tagen. Eine Folge ist dabei, oder was? In der das so ist? Bei der vieles durch den Kakao gezogen wurde. Hm? Besuch aus alten Tagen. Also der Code geht nicht. Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Ist sie vielleicht schon entlassen? Niemand hat es ihr gesagt. Da muss sie erstmal nach oben ins Büro, was? Wir fahren mal in B1. Wir sind in B2, fahren mal in B1. Mal gucken. In B1 sind wir bestimmt wieder auf einem Parkdeck. Ja. Also gehen wir wieder hier rein. Wir gehen nämlich nochmal hier runter. Ich gucke, ob ich was übersehen habe vielleicht. Was Humphrey Bogart angeht, oh Mann. Bevor ich studiert habe, oder eigentlich noch am Anfang von der Zeit, zu der ich studiert habe, also wirklich lange her. Lange, lange her. 92 oder so. Da hatte ich mal einen Spiegel. Also so ein Spiegel, naja, so groß heutzutage wie ein Monitor, ne? Und dieser Spiegel hatte sozusagen so ein Bild sozusagen dahinter eingebaut, so in so schwarzes Reliefbild, Humphrey Bogart. Ne? Also man konnte sich im Spiegel sehen, allerdings das Bild war so ein bisschen überlagert von dem Humphrey Bogart Gesicht. So richtig mit Hut und Mantel und so weiter, ne? Und ich hatte mir gesagt, wenn ich meine erste Wohnung habe, muss dieser Spiegel darin aufgehängt werden. Ich glaube aber, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, mein Bruder hat den Spiegel kaputt gemacht. Oder er hat ihn auf öffentliche gemischte Toiletten. Oder er hat ihn irgendwie verbusselt oder auf jeden Fall ist er weg. Offenbar habe ich ihn nicht. Und das finde ich immer noch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Sonst würde ich ihn hier auch aufhängen. So. Mal gucken, ob mein Code hier irgendwo steht. Miss Dezember. Hatten wir schon. Ich schätze, sie muss doch eher nach oben ins Büro, oder? Irgendwann kommen wir einen versifften, nach Mottenkugeln riechenden, beigen Regenmantel. Und so ein Hut, hm? Ja, das wäre schön, ne? Kann ich hier noch irgendwas ablesen? Nee, ne? Humphrey Bogart Edition. Oder sowas. Tja, also ich würde mal sagen, ich gehe mal hoch ins Büro. Also fahre mal in die andere Etage, die ich auswählen kann. Auf dem Fahrstuhl Schaltfeld. Acht. Wow.
kann nicht nach Süden, also nach hier unten gehen. Ist wahrscheinlich gar nicht Süden. Ich kann nur nach hinten gehen. Und nach links. Schön gemacht. Ich gehe erstmal nach links. Und obwohl ich genau weiß, dass ich mich mit dem Fall nur noch in die Kacke reite, kann ich dann den 500... Ja. 5000 Dollar Vorschuss. Ich wusste von Anfang an, sie war Gift für mich. So, ist das hier mein Platz? Schauen wir doch mal. Ist das hier Miller? Ich habe eine Nachricht. Und ein... Ist das ein Geschenk? Ein Geschenk. Heimlicher Verehrer? Oder heimliche Verehrerin? Lombardtech. Okay. Blondes Gift. Ja. Ich guck gleich hier, ne? Ich will mir bloß erstmal die Sachen hier alle angucken. Oh je. Erstes Opfer. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Ne? Aber erstes Opfer. Zweites. Gruselig. Drittes. Noch gruseliger. Victoria, hier Todd. Ich habe gerade vom fünften Mord erfahren. Morgen früh will ich einen kompletten Bericht auf meinem Schreibtisch vorfinden. Hätte ich mir auch so denken können, Arschgeige. Einen kompletten Bericht auf meinen Schreibtisch vorfinden. Morgen früh. Immer dieser Zeitdruck, ne? Ätzend. So, ich glaube, manche Vorgesetzte glauben wirklich, dass sie ihre Mitarbeiter damit motivieren können oder zur Leistung antreiben, indem sie ihnen sehr, sehr knappe Zeitvorgaben geben. Ich glaube, manche glauben, dass ein hoher Druck auch, sagen wir mal, eine entsprechende, also vielleicht kurzfristig mal, aber auch entsprechende Berufsfreude oder Berufsresultate bringt. Ne? Mein alter Chef von früher zum Beispiel, der hat das immer gemacht. Der hat, habe ich auch mal gehört, wie das jemand erzählt hat, dass wenn eine Aufgabe, sagen wir mal, realistisch geschätzt ungefähr 3 Stunden dauert, dann hat er gesagt, okay, alles klar, hier Ihre Aufgabe, wir sehen uns dann in einer Stunde. Genau wissend, dass es 3 dauert. Ne? Ah, der hat gern so mit Psychotricks gearbeitet. Und kam sich dabei, glaube ich, ganz groß vor. So. Was habe ich denn jetzt da gekriegt? Weihnachtsgeschenk und eine Zugangskarte. "583" steht hier. No Wodka. No Wodka? Ist das NO für eigentlich eher für Number? Keine Ahnung. 583. Zugangskarte für das Leichenschauhaus. Und ein Weihnachtsgeschenk. Ein Weihnachtsgeschenk für Victorias Vater. Also nicht für sie, sondern von ihr. Okay. Gut. 583. Das ist alles das Gleiche, hatten wir schon. Gut. Reden wir doch mal mit dieser Person.
Das Miller? Mensch, ja. Wir sind schon seit Stunden hier. Und das ohne Geländewagen. Oh Mensch, wie ich diese Leute hasse, die sich ein Glückslos nach dem anderen kaufen. Und du stehst dahinter und wartest. Dabei willst du bloß ein Päckchen Kaugummi. Wie geht's dir denn überhaupt? Humpelst du immer noch? Geht schon wieder. Aber mein Stolz hat gelitten. Mehr als mein Bein, würde ich sagen. Ich gebe dir eine. Captain, für Sie schaffe ich es in 10 Minuten. Hätte ich was vergessen. Hat sich deine Freundin wieder beruhigt? Klar. Nachdem sie eingesehen hat, dass es bloß ein Missverständnis war. Aber geh in Zukunft nicht mehr an mein Handy, okay? Ja. Sei unbesorgt. Okay. Wie weit bist du? Hab mit dem Bericht angefangen. Ich dachte mir, du wärst bestimmt zu kaputt. Weißt du was, Miller? Manchmal bist du ein Engel. Kann ich trotzdem irgendwie behilflich sein? Ja, ich brauche Claires Bericht. Aber da kriegen mich keine 10 Pferde runter. Der ist glatt zuzutrauen, dass sie mich in einen ihrer Kühlschränke steckt. Außerdem brauche ich die Fotos, die du gemacht hast. Wirfst du die Kamera ins Beweisfach im Flur? Okay, dann bis später. Gut. Druck macht nur mehr Stress, fördert gar nichts, außer dass Leute irgendwann zusammenbrechen. Ja, das finde ich auch. Also, eigentlich, mich würde eigentlich fördern, wenn ich, sagen wir mal, Arbeitserfolge hätte. Na, also, wenn ich Sachen schaffen würde. Wenn ich mal mit irgendwas fertig werden würde. Und nicht nur alle Nase lang was Neues anfange. Das würde mich fördern. Also, ich würde, glaube ich, gerne arbeiten, wenn ich das Gefühl hätte, es kommt was bei raus. Aber in Wirklichkeit mache ich eigentlich immer nur Feuer löschen. Ne? No. Wir gucken hier, wir gucken da, wir gucken überall. Was ist das denn? Ich muss wieder nach vorne gehen. Ich kann das nicht lesen. Ein Plastifizierer könnte sich noch als nützlich erweisen. Plastifizierer? Plastifizierer. Das klingt wie etwas, was so ein alter Filmbösewicht haben würde. Genauso wie ein Todesstrahl. Oder ein Plastifizierer halt, ne? Dematerialisierer. Was haben wir hier? Hiermit nimmt man Fingerabdrücke ab. Okay. Vorhin habe ich mich auch wieder über ein Wort gewundert, wie man auf den Gedanken kommt, so etwas so zu nennen. Nämlich kam ich auf das Wort Vanillekipferl. Kipferl, wie so ganz schwer auszusprechen, wenn man es sauber aussprechen will. Kipferl. Eigentlich, wenn man das ausspricht, muss man böse gucken. Oder irgendeine Handbewegung dazu machen. Ein Vanillekipferl. Ist noch ein Vanillekipferl da? Du bist schlapp, sogar zum Schreiben. Naja. Ein Papierschneider. Papierschneider? Ein Papierschneider. Mit Papierschneidern kann man, glaube ich, Papier schneiden. Was? Werden wir noch brauchen irgendwann. Papier schneiden halt, ne? Ich finde übrigens Vanillekipferl ganz lecker. Das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. In einem Buch, was ich gelesen habe, beziehungsweise ich gehört habe, wieder mal, würde das bedeuten, dass der sich gerade in einen Werwolf verwandelt. Wie wär's, wenn ich zwischendurch mal speichere? Hm? Ich glaube, das ist keine allzu schlechte Idee. Ich glaube, es gibt hier nämlich keine Autosaves. Okay. So, wir gehen mal nach hinten, würde ich sagen. Ne? Wie ist denn euer Eindruck von dem Spiel? Also meiner ist ganz... Ich bin ganz angetan, ehrlich gesagt.
Momentan sieht das doch eigentlich ziemlich cool aus. Ein Grimm gibt ja 2 Minuten, um wach zu werden. Ja, genau. Kaffee! Kaffee! Das klappt nicht. Was? Was? Ich brauche keine Servietten. Aber das sagst du jetzt? Das klappt nicht. Du findest es gut. Sehr gut, ja. Ohne Kaffee kann ich zwar nicht arbeiten, aber hier werde ich wohl eine Ausnahme machen. Na, ich brauche ganz. Ich wette, du wirst noch welche brauchen, Mädchen. Oh, Verhörraum. Hier unten ist wahrscheinlich so eine Stelle, wo Blut ablaufen kann. The Pledge mit Jack Nicholson? Nee. Kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Die Tasse vom Boss soll ich... Nee, besser nicht. Okay, hier ist wohl nichts zu holen, wie es aussieht. Nun, ja, dann schauen wir uns mal weiter um. Also, was wir machen müssen, wir müssen runter in den Keller gehen, um dort in den Leichenschauhaus zu gehen. Also in die Leichenschau. In die Leichenhalle, Mann! Und wir müssen unsere Kamera hier abgeben. Ach, das Fach für Beweismaterial. Nun denn. Das Fach für Beweismaterial. Kann ich dir wärmstens empfehlen. Super spannender Krimi. Okay. So, Pletsch. Pletsch. Ich habe es noch nie von gehört, ehrlich gesagt. Heißt aber nichts. Ich habe von ganz vielen Filmen nichts gehört. Und auch von ganz vielen Personen. Manchmal glaubt man mir nicht, dass ich Personen nicht kenne. Weil sie doch ganz, ganz, ganz doll in der Öffentlichkeit stehen. Agent McPherson? Officer Tate? Agent Ashby möchte Sie sprechen. Sie wartet im Leichenschauhaus auf Sie. Okay. Wie habt ihr die Leiche eigentlich darunter gekriegt? Wir haben da, wo die Treppe eingestürzt ist, eine Leiter hingestellt. Es hat sich hoffentlich niemand verletzt. Nee, da haben wir nochmal Glück gehabt. Diese Bruchbude kracht garantiert bald zusammen. Okay. Nun denn. Also, ab runter in die Leichenhalle, ne? Jetzt geht's doch bestimmt. Zack. Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Seltsam. Meinst du, das funktioniert nicht? 532 war es doch, oder? Nicht? Fünf, acht, drei. Ist ja fast das Gleiche. Ich brauche eine Zugangskarte. Nun denn. Geht's jetzt? Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Nochmal genau angucken. Ich brauche eine Zugangskarte. Map. Lombardtech.
583. Total sicher, das da drauf zu schreiben, ne? Positiver Alk-Test, ja. 583, tja. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. 583. Zugangskarte. Sag nicht, dass ich hier mir das genauer angucken muss. Hm? Das wäre albern. Also, zack. Ich brauche eine Zugangskarte. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Was ist denn jetzt hier Sache? Pass auf, wir versuchen mal beides. Das habe ich vertippt. Nochmal. Aber keine Sorge, mein Bruder erinnert mich immer wieder daran, dass ich besser mal meinen Roman zu Ende schreiben soll, als mich immer in ihre Arbeit reinzumischen. Okay. Roman schreiben, ne? Coole Sache wäre das. Zu Hause arbeiten, Roman schreiben, damit reich werden. Oder zumindest sein Geld verdienen. Mann! Ich brauche eine Zugangskarte. Ich hab doch eine. Ich hab doch eine Zugangskarte. Warum geht die nicht? Muss ich da vielleicht anrufen? Was muss ich da machen? Bin da jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was der machen soll. Muss ich das vielleicht mit irgendwas? Nein, das kann ich nicht mit irgendwas kombinieren. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Ich versuche es noch einmal und wenn es dann nicht klappt. Ich brauche eine Zugangskarte. Rede ich mal mit dem Polizisten. Magst du einen Tipp haben? Bin nicht sicher, aber ich meine Lösung noch nicht. Noch nicht. Ich brauche eine Zugangskarte. Ich rede mal mit dem Polizisten und mit dem Polizisten. Erstmal versuche ich es so. Ja, ich
Nein, ja, ich weiß, aber... Ja, aber... Ja. Nein. Ich dachte... Nein, aber... Ja. Nein. Nein. Was für ein super Gespräch. Nein. Ja. Ja, ich... Nein, ja, ich weiß, aber... Gruselig. Ja, ich... Nein, ja, ich weiß, aber... Ja, aber... Ja. Nein. Ich dachte... Kleine Pause? Nein, aber... Ja, dieses verdammte Wetter zieht mich total runter. Nein. Muss mich erst mal aufwärmen, bevor ich wieder rausgehe. Noch immer auf Streife? Nein. Ja, leider. Die lassen sich Zeit. Ja. Nur nicht den Mut verlieren. Ja, da haben Sie recht. Ja, ich weiß, ja, Schatz. Du hast natürlich recht. Ja, Schatz. Ja, ich weiß, nein, das war schlecht. Ja, Schatz. Nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Nein. 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 Das klappt nicht. Mäh. Ja, ich. Hiermit nimmt man Fingerabdrücke ab. Ja, aber. Ja. Nein. Hiermit nimmt man Fingerabdrücke ab. Nein. Hiermit nimmt man Fingerabdrücke ab. Ja. Nein. Nein. Das ist richtig. Ein Plastifizierer könnte sich noch als. Ja, ich. Nein. ja, ich weiß, aber. Ja, aber. Ja. Nein. Ich dachte. Nein, aber. Ein Plastifizierer. Das stimmt, ja. Der ist. Der hat's drauf, der Wartke. Nein! Nein. Ja. Ein Papierschneider. Ja, ich, nein. Ja, ich weiß, aber. Ja, aber. Ja. Nein. Ich dachte. Nein, aber... Ich lasse Miller besser in Ruhe. Er hat alle Hände voll zu tun. Nein. Okay. Nein. Nein. Also, jetzt hätte ich doch ganz gerne einen Tipp. Nein. Oder zumindest einen geratenen Tipp. Ich glaube ja... Ich glaube ja, dass ich das eigentlich schaffen müsste. Tja, hier gibt's nirgends was. Gehen wir mal wieder. Du glaubst, die Beschriftung der Tasten ist entscheidend? Na gut, dann gucken wir mal. Ah, okay. Okay. Ja, hast recht. Macht wahrscheinlich Sinn. Muss ein bisschen näher ran. Muss ein bisschen näher ran. Guter Hinweis, Dankeschön. Auf der Karte stand nämlich, falls man noch mal gucken will. Noch was drauf.
Nämlich, Nummer ist Wodka. Ne? Völlig, sagen wir mal, irreführend, dieses 583 hier. Ne? Vielleicht ist es für was anderes gut oder es war nur Irreführung. Guter Tipp, schönen Dank. No. Es geht nur links rein. Und hier kann man sich als Besucher hinsetzen, ne? Nein. Ja. Nein. Ja, aber... Nein. Das war cool. Uah. Was ist das denn hier? Merry Christmas. Happy New Year. Schön, in der Leichenhalle. Eigentlich, ne? Also was auch noch so voll das Klischee in solchen Krimis ist, ist eigentlich ein Leichenbeschauer, der während er mit dir über die Leiche diskutiert, noch ein Butterbrot isst, ne? Total gemütlich. Na gut, gucken wir mal, ne? Hier. Das ist wahrscheinlich Claires Bericht, aber ich sollte mir erst anhören, was sie zu sagen hat, bevor ich ihn mitnehme. Na gut. Jetzt kann ich nachsehen, ob ich Metachlorines in meinem Blut habe. Oh, war das schlecht. Was macht sie? Sie geht einmal um den Tisch herum, um mit ihr zu reden. Hey Claire, bist du mit den Laboruntersuchungen fertig? Noch nicht ganz, aber in groben Zügen kann ich dir schon meine Erkenntnisse mitteilen, falls du Zeit hast. Für dich? Immer. Also... Im Blut des Opfers habe ich hohe Alkoholwerte und auch Spuren von Rohypnol gefunden, dieser sogenannten Vergewaltigungsdroge. Das dürfte erklären, warum sich das Opfer anscheinend nicht gewehrt hat. Es begann im ersten Zimmer. Das Opfer wurde geschlagen. Es fiel vermutlich da zu Boden, wo du den Blutfleck gefunden hast. Dann schleppte der Täter sie ins nächste Zimmer. Er riss ihr die Kleider vom Leib und schlug sie erneut. Ab da war sie bewusstlos. Er ließ sie so lange am Boden liegen, bis er genug Blut hatte, um die Nachricht an die Wand zu schmieren, die du mit dem Luminol entdeckt hast. Dann wischte er sie wieder weg. Aber er wusste offensichtlich, dass wir sie finden würden. Er zog das Opfer an den Haaren durch den Flur und blieb stehen, um seine Jacke aufzuhängen. Am Schluss brachte er sie ins Badezimmer, wo er sie ertränkte. Er drückte ihren Kopf so lange unter Wasser, bis sie tot war. Erst dann hat er sie verstümmelt, genau wie die anderen Opfer. Er stach 9-mal auf sie ein und schlitzte ihr vom Brustbein bis zum Unterleib den Bauch auf. Was denkst du? Ich glaube, die Verstümmelungen werden zunehmen. Bei den ersten drei Opfern ging er anders vor. Er schlug und ertränkte sie, aber er richtete sie nicht so zu. Glaubst du, er wird seine Vorgehensweise ändern? Wohl kaum. Die Opfer zu ertränken scheint der wichtigste Part zu sein. Diese Messerstiche haben eine andere Ursache. Wenn wir nur wüssten, welche, dann könnten wir dieses Arschloch sicher schnappen. Außerdem... hatte dem vierten und fünften Opfer das Gesicht verdeckt. Wahrscheinlich kannte er sie. Ich sag Miller, er soll mal deren Infos in Beziehung zueinander setzen. Dankeschön fürs dabei gewesen sein, Cherubim. Schönen Abend. Schlaf gut. Jetzt muss ich nur einen Typ finden, der immer einen Zylinder trägt und der Fall ist gelöst. Total einfach, ja. Geil. Sie niest immer. Was hat das zu bedeuten? Als ich übrigens in der Szene davor war, also so ein bisschen weiter weg war, hatte ich für einen Moment so ein bisschen die Assoziation, als wenn die Leiche hier so ein halber Roboter wäre oder so.
Wegen der Tätowierung, denke ich. Ich wollte dich schon lange fragen. Hast du sie angerufen? Angerufen? Nein. Mir fehlt einfach der Mut. Könnten wir nicht lieber ein anderes Mal darüber reden? Klar. Aber versprich mir, dass du sie anrufst. Okay, okay. Ich versprech's. Seid ihr schon mal kurz vor dem Einschlafen gestolpert? Wie meinst du das? Also, jetzt richtig gestolpert oder was meinst du? Und hast du sonst noch was Interessantes gefunden? Ja, einen partiellen Abdruck, der nicht vom Opfer stammt. Aha. Und hast du ihn mit dem Abdruck vom vierten Tatort verglichen? Noch nicht. Wenn ich sie vergleichen kann, sag ich's dir. Aber es sind eben nur partielle Abdrücke. Meinst du so ein kurzes Zucken der Beine? So ein komisches Zucken. Das ist das, wenn du das meinst, das, ne? Wenn du das meinst, das ist mir schon passiert. Naja, das ist, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich. Ne? So ein kurzes Zucken, wie so ein Schreckzucken plötzlich, ne? Das passiert, glaube ich, unter gewissen Umständen, wenn sich da so die Muskeln so entspannen, aber irgendwas die totale Entspannung der Muskeln noch verhindert. Das ist nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Also zumindest passiert das also nicht so selten, ne? Und das Zeug, das ich gefunden habe, hat nichts ergeben? Wenn es der Täter war, der seinen Mantel an den Nagel gehängt hat und nicht irgendein Junkie, wissen wir, dass er schwarzhaarig ist. Auf jeden Fall dient das Haar für DNA-Vergleiche und könnte ein Beweisstück darstellen. Die Fasern habe ich ins Labor geschickt. Mal sehen, ob die irgendwas Besonderes feststellen. Also dann, ich muss los. Vergiss nicht meinen schönen Bericht. Ist echte Handarbeit. Er liegt auf dem Tisch. Ich nehme den Bericht. Die Maus war schon an der richtigen Stelle. So. Sagt sie das gleiche nochmal? Jetzt kann ich nachsehen, ob ich Metachlorins in meinem Blut habe. Oh, war das schön. Ja. Okay. Sie geht um den Tisch herum, um mit ihr zu reden. Echte Handarbeit, wie du schon sagtest. Und welcher Ägyptologe entziffert mir das? Das ist Millers Problem. Stimmt auch wieder. Okay, ich lass dich in Ruhe. Wurde auch Zeit. Lalalala. Mit der Leiche kann ich wohl nichts machen. Also so sah es echt im ersten Augenblick so ein bisschen Android aus, ne? Hier. Na gut. Also, Bericht Miller bringen. Und, naja, das war's dann wahrscheinlich hier, ne? Die sollte vielleicht nicht an Leichen schrauben, wenn sie krank ist. Naja, die Leichen stürzt nicht mehr. Eigentlich stört Leichen überhaupt nichts. Hallo? Hallo, mein Schatz. Hallo, Papa. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. Ein weiteres Opfer? Ja, noch eins. Und wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ja. Geht schon. Aber wir kommen einfach nicht voran. Und ich hasse es, untätig zusehen zu müssen. Die Sache fängt an, mir zu schaffen zu machen. Dann solltest du aber schleunigst herkommen und dich ausruhen. Entspann dich doch ein bisschen im Jacuzzi, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Außerdem ist doch bald Weihnachten und ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ach, wirklich? Ich habe auch gefunden, was du dir gewünscht hast. Aber möchtest du nicht lieber ein richtiges Geschenk? Nein, ich möchte genau das. Also kommst du nun oder nicht? Klar komme ich. Dann also bis gleich. Papa? Ja, mein Schatz? Danke. Du weißt doch, dass du jederzeit kommen kannst. Bis gleich. Tschüss. Ja, das dachte ich auch gerade, Medias. Die könnte etwas verfälschen, das ist richtig, da habe ich nicht dran gedacht. Aber das mit dem, die Stimme vom Vater, also der Vater, finde ich, ist nicht besonders gut, nicht besonders gut gesprochen. Die anderen Stimmen waren alle besser, fand ich. Aber wer fragt mich schon? Erstmal bringe ich den Bericht zu Müller. Ja, ich... Nein, ich weiß, aber...
Ja, aber... Ja. Hier ist Claires Bericht. Und Miller, vergleich doch nochmal die Daten von Opfer 4 und 5, um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen haben. Okay. Ich überprüfe sie nochmal in der Datenbank. Danke für den Bericht. Ja, ich... Nein, Ja, ich weiß, aber... Na gut. Ja, aber... Ja. Nein. Ja. Nein. Ich weiß. Schon fast wie, das ist nicht richtig, ja, ehrlich. Ja, noch nicht ganz, aber fast. Das ist nicht richtig, lässt sich natürlich ganz schlecht überbieten, ne? Nochmal AFK, okay. Okay. So, dann steigen wir mal in unser wundervolles, sauberes, ordentliches Auto ein. So richtig lange mache ich heute nicht mehr. Ich bin ganz schön müde. Hier ist Pets. Pets Haus? Nicht Dad's Haus? Oder ist das, soll das Dad sein? Oder ist es eine Mischung zwischen Papa und Dad? Pet? Der hat ein ganz schön großes Haus, wenn das wirklich seins ist. Sobald ich jemals so ein Spiel entwickle, muss das als Easter Egg rein. Das ist nicht richtig, ja. Papa? Ich bin hier. Die Stimme ist wirklich komisch. Hallo, Papa. Hallo, mein Mäuschen. Willst du nicht doch lieber ein anderes Geschenk? Nein. Na dann, hier, für dich. Danke, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich solche Sachen liebe. Und hier ist dein Geschenk. Eine Tüte? So, du Fenor verabschiede dich auch. Dankeschön, Fenor. Schönen Abend. Schlaf gut. Die Stimme ist komisch, ja, das stimmt. Wo hast du das denn her? Ich dachte, das hätten wir verloren. Habe ich auf dem Speicher in Opas Truhe gefunden. Du solltest mal einen Blick reinwerfen, um die eine oder andere Kindheitserinnerung wieder wachzurufen. Mach ich. Danke für das Geschenk. Ich wusste, es würde dir gefallen. Erinnerst du dich noch an seine Geschichten? Wie sollte ich die vergessen können? Am liebsten hörte ich ihn von Paris erzählen. Das war so geheimnisvoll. Aber du wolltest immer von London hören. Ja, war romantischer. Ich muss das hier weiterreden. Was er mir aber nie erzählen wollte, war, wie er Oma kennengelernt hat. Warum er darüber nicht sprechen wollte? War das keine schöne Erinnerung? Doch, bestimmt. Aber das war ein heikles Thema. Ich glaube, als er deine Oma kennenlernte, hat er eine ihm liebe Person verloren. Und die Erinnerung daran schmerzte ihn. Black Screen. Ich hoffe, dass das nicht ein allgemeines Problem ist gerade. Die Streaming-Software sagt mir alles gut. Wo haben die sich eigentlich kennengelernt? Ich glaube in Prag. Apropos Oma, meinst du, du könntest dieses Jahr mal ihre Weihnachtsplätzchen backen? Das wäre echt schön. Ich hab's geahnt. Ach, das geht doch ganz schnell. Schon gut. Ich backe welche. Das ist lieb. Steht schon alles in der Küche. Was für ein Zufall. Ich schaue mich da mal auf dem Speicher um. Um in Erinnerungen zu wühlen. Okay, mein Schatz. Ich bleib hier unten. Ich finde, der wirkt ganz schön jung. Wenn der nicht als der Vater vorgestellt worden wäre, hätte er es auch ihr Freund sein können, finde ich. Und dazu diese komische Musik, ne? Oh. Die haben einen Billardtisch. Sieht aus wie Snooker. Die haben einen Billardtisch. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Das geht sicher in die Hose.
Egal, ich mach es. Ich habe Jahre nicht mehr gespielt. Das geht sicher in die Hose. Ich will auch einen Billardtisch. Okay. Halskette. Milenas Halskette. Okay. Kann man hier hochgehen? Man kann. Man kann zumindest erstmal, man kann hier aus diesem Bild rausgehen. Man könnte dann auch hier hochgehen, nehme ich an. Was ist das? Ein Schirm. Oder so? Das wird mir nützlich sein, um auf den Speicher zu kommen. Ein Schirm. Wahrscheinlich, weil man damit so eine Falltür runterziehen muss oder sowas. Hab mich gerade so ein bisschen an Black Mirror erinnert gefühlt. Ich weiß nicht warum, aber dieses Bild habe ich noch nie gemocht. An Black Mirror erinnert und auch an... Wie ist das denn? Das Spiel auf dem GameCube. Eternal Darkness. Das war doch auch cool. Eternal Darkness hat Spaß gemacht. Da geht's lang. Es geht in drei Räume rein. Wir gehen erstmal hier rein. Ist das etwa Ihr Zimmer? Früher waren Teddy und ich unzertrennlich. Tja. Früher waren Teddy und ich unzertrennlich. Puzzleteppich, auch lustig. Ihr altes Zimmer, was? Weiter nach links. Also das Bild scrollt nicht, muss ich mir mal... Auch irgendwie mal merken, ne? Ach ja, Hüpf. Die Falltür zum Speicher. Ich komme da nicht dran. Es gab doch da einen Trick, um sie zu öffnen. Was für ein... Eine eigentümliche Animation eben, dieses komische Hüpfen. Kann man unter den Rock gucken? Ab 18 Spiel. Oh, der Schnee sieht cool aus. Obwohl es nur so ein kleiner Ausschnitt ist. Ist aber ganz schön dunkel, sehe ich gerade. Also im Stream ist es echt ganz schön dunkel. Aber da scheint es eine Lampe zu geben. In dem Dorf, in dem ich früher gelebt habe. Also wir sind ja ein paar Mal umgezogen als Kind. Also als ich Kind war, ne, sind wir ein paar Mal umgezogen so. Aber immer im relativ engen Kreis um die Stadt drumherum. Durch die Dörfer sind wir so ein bisschen umgezogen. Und in einem der Häuser habe ich unglaublich gerne gelebt. Also das war sowieso, das war ein richtiges Dorf. Also ein richtiges ländliches Dorf. Der Nachbar hatte ein Pferd gehabt. Und der andere Nachbar zur Rechten... Das war ein Bauernhof. Ne, da gab es einen echten Bauernhof. Die hatten Kühe, Schweine, alles. Und ich wurde da immer hingeschickt, um Milch zu holen. Das hat mir weniger Spaß gemacht. Aber es war ein richtiges ländliches Dorf. Das war toll. Und wie komme ich da jetzt drauf? Ach ja, in dem Haus, in dem wir gewohnt haben. Es war ein ziemlich großes, altes Haus. Mit mehreren Anbauten. Es war wohl auch mal irgendwie so eine Art landwirtschaftlich orientiertes Haus in irgendeiner Form. Hatten wohl auch einen Schweinestall früher mal. Und die hatten einen Dachboden. Das war ein Traum. Das war so ein großer... Also ich habe ihn als... Jetzt große Erinnerung. Ich war klein. Aber es war ein recht großer Dachboden. Alt, hölzern. Also alles richtig alt, hölzern. Verstaubt teilweise, was mir überhaupt nichts ausgemacht hat. Alte Vogelkäfige drin. Und eine große Holztruhe. Und die war so groß, also als Kind, wenn ich aufrecht gestanden habe, ging die mir so
also zwischen Bauchnabel und Brust, so hoch war die ungefähr. Ich habe die nie aufgekriegt. Ich weiß bis heute nicht, was da drin war. Da stand eine alte Holzkiste auf diesem Dachboden. Also eine große, schwere, verzierte Holzkiste. Das war so toll. Das war so ein tolles Teil. Als Kind war das echt paradiesisch. Auf dem Land leben fand ich toll. Würde ich jetzt vielleicht auch noch machen, wenn es auf dem Land auch super Internet gibt. Da ist die Holztruhe, da gibt es wohl nicht mehr. Ich glaube, ich mag das relativ gerne, dass es nicht so dramatisch viele Gegenstände gibt, die ich alle angucken kann. Sondern dass man sich so ein bisschen auf das Wesentliche hier konzentriert. Bei uns gibt es Glasfaser auf dem Land. Dann ist das ja eigentlich optimal, oder? Ich werde jetzt ein bisschen lauter Herzchen sein. Ja, weil die Kette hat auch nämlich ein Herz drin gehabt. Möp. Ist die Frage, was dreht sich am wenigsten? Oder welches Teil kann ich alleine drehen? Gar keins. Ich kann keins alleine drehen. Huch, verklickt. Ich kann die Kette hier nicht nutzen, oder? Nee. Da muss man sich echt mal merken, welche was dreht, ne? Also, die äußeren drehen die jeweils anliegenden. Okay. Bei euch gibt es nur Holzsplitter auf dem Land. Das ist ja bedauerlich. Also, mal sehen. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist sogar ganz gut. Jetzt haben wir da schon mal Herzchen. Herzchen. Warte mal. Wir müssen das so machen, glaube ich. Dann können wir das so machen? Das ist nicht so einfach hier. Ich verrat's euch. Das ist nicht so einfach. Ich stell's mal zurück.
Das ist nicht so einfach. Wenn jetzt der hier auch in Ordnung wäre. Hätte, ne? Warte mal. Den einmal zu drehen, ne? Mann. Du hast ein halbes Kilo Champignons gekauft. In Vorbereitung auf. Oh, es ist fast richtig. Zu faul fürs Kochen, kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, will ich damit sagen. Irgendwie zu blöd hierfür, glaube ich. Du kannst dir sowas nicht vorstellen. Meinst du jetzt das, was Kante gesagt hat oder was hier gerade abgeht? Das Rätsel, ja. Ich krieg auch irgendwie gerade noch nicht so richtig den Dreh raus. Den Dreh, ha, versteht ihr? Den Dreh. Nein, ich krieg es irgendwie... Also, schauen wir nochmal, überlegen wir nochmal. Also, hier dreht sich das mittlere. Wundervoll. Hier drehen sich die äußeren. Gut. Bei sowas habe ich den Horror, wenn man danach nicht sofort speichern kann. Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut. Vier von fünf reicht sich. Ja. Drehen sich aber nicht alle entgegengesetzt, ne?
So. Das waren doch vier, oder nicht? Moment mal. Moment mal. Es müssen gar nicht vier Herzen sein. Es müssen die Karos außen sein und das Herz in der Mitte. Dafür die Halskette. Ja, von vorn, aber ups. Kriegen wir schon hin. Ja, das ist kein geiles Rätsel, sag ich mal. Fast richtig. Wenn das jetzt noch ein Karo wäre. Das hier muss anders werden. Also das hier muss ich drehen. Umgekehrt. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Naja.
So. Prag 1929. Seit dem seltsamen Fall in Paris waren 2 Jahre vergangen. Ich entschied, die Stadt zu verlassen und mich hier an ein ruhigeres Plätzchen zurückzuziehen. Dachte ich zumindest. Meine Leidenschaft für die Detektivarbeit war erneut aufgeflackert. Und ich gab das wenig lukrative Künstlerdasein auf. Es waren insgesamt 5 Tote und 2 Vermisste zu verzeichnen. Alles Prostituierte. Ich zögerte, den Fall anzunehmen. Überraschenderweise ließ mich der ermittelnde Inspektor Skalnik den Tatort ungestört inspizieren. Lass mich raten. Ach. Sehr nett von Ihnen, mich einen Blick drauf werfen zu lassen. Mein Name ist Gustav McPherson. Ich bin... Privatdetektiv. Ich bin mit Ihrer Arbeit vertraut, Herr McPherson. Ich wusste gar nicht, dass ich so bekannt bin. Ich habe über Ihre Fälle in Paris und London gelesen. Ich bin Inspektor Skalnik von der Prager Polizei. Ist das 5. Opfer? Ja, offiziell, aber es soll angeblich auch 2 Vermisste geben. Angeblich? Ja, Sie kennen doch diese Frauen. Oft kommen und gehen sie, ohne irgendjemand in Kenntnis zu setzen. Und dann tauchen sie wieder auf, als wären sie nie weg gewesen. Deswegen kümmere ich mich gar nicht erst um Vermisste. Na, das ist ja ein toller Polizist. Sehr, sehr pflichtbewusst. Aha. Sie kümmern sich also erst dann darum, wenn sie in diesem Zustand wieder auftauchen. Aha, Sie wollen anscheinend den edlen Ritter spielen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, kümmern Sie sich lieber wieder um fremdgehende Ehemänner und dergleichen. Hier vergeuden Sie Ihre Zeit. Sie haben mich nun erst recht überzeugt, dass ich mich um diesen Fall kümmern sollte. Nein, wirklich, Herr McPherson. Die Sache wird nicht einmal in der Presse erwähnt. Wen interessieren schon tote Prostituierte? Und selbst wenn darüber berichtet wird, dann nur über den Mörder und die Zahl der Toten, aber nicht über die Opfer selbst. Den Zuhältern sind die Mädchen noch gleichgültiger. Die zwingen sie zu arbeiten, selbst wenn so ein Mörder frei herumläuft. Das interessiert keinen. Hier ist wirklich kein Ruhm zu ernten. Ich rate Ihnen nochmal, lassen Sie die Finger davon. Mal sehen, wie die Edelteigwaren aus Italien sind, die du bekommen hast. Ich drücke die Daumen, dass sie gut sind. Und hier mal wieder so ein Polizist, naja. Nicht so, wie ich mir einen Polizisten wünsche. Dürfte ich Ihnen noch ein paar weitere Fragen stellen? Sicher doch. Waren alle Opfer Prostituierte? Ja. War der Schnitt am Hals die Todesursache? So ist es. Es waren also nicht die zahlreichen Stichwunden auf der Brust. Nein. Naja, so ganz sicher sind wir uns da nicht. Ach, warum mal gucken? Na, weil tot ist tot, Prostituierte ist Prostituierte. Hat sie noch andere Wunden am Körper? Ja, Narben an den Vorderarmen und der Täter hat ihr den Bauch aufgeschlitzt. Aufgeschlitzt? Nie zuvor hatte ich so etwas Abartiges gesehen. Vergleichbares schien nur Jack the Ripper in London verübt zu haben. Oh mein Gott. Hat er das mit allen Opfern gemacht? Ja, so wurden alle aufgefunden. Wie seltsam diese Parallelen zu früher, ne? Morgen wird wieder richtig gekocht. Morgen wird wieder richtig zu McDonald's gegangen! McDonald's Freitag. Fehlen irgendwelche Organe? Ich bin kein Mediziner, Herr McPherson. Fehlten denn bei den anderen Opfern Organe? Nicht, dass ich wüsste. Wer ist der Gerichtsmediziner? Emil Corona. Er arbeitet in der alten Kapelle. Er ist sehr... Nun, ich will Ihnen nicht die Überraschung nehmen. Er trägt Sandalen. Und jetzt sind Sie dran. Was hat sich Ihrer Meinung nach zugetragen? Ich glaube, dass Sie bei der Todesursache richtig liegen. Der Tod wurde durch den Schnitt am Hals verursacht.
Die Stichwunden in der Brust wurden vorher zugefügt. Dafür sprechen auch die Wunden an den Vorderarmen, die daher rühren, dass das Opfer sich verteidigte. Was mich jedoch stört, ist, dass es am Tatort keine Blutspuren gibt. Das dürfte darauf hinweisen, dass sie anderorts ermordet und dann hierher gebracht wurde. Nun, Herr McPherson, ich möchte zwar nicht unhöflich sein, aber... Ja, ich verstehe, Sie haben zu tun. Tja, dann nochmals danke für dieses kleine Gespräch zwischen Kollegen. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Ganz meinerseits. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich von Skalnik nicht mehr viel zu erwarten. Aus irgendeinem Grund testete er mich. Ich war mir nun selbst überlassen. Wahnsinn. Also, Medias sagt, er hätte noch nie richtig gekocht. Nur ein paar Eier und Nudeln, okay. Also aus eigenem Antrieb und nur für mich alleine habe ich eigentlich auch nie wirklich was, sagen wir mal, ein bisschen Außergewöhnliches gekocht. Auch Nudeln, aber die Nudelsoße, die ich mache, die da ist schon, steckt schon ein bisschen eher Arbeit drin. Die ist auch sehr dickflüssig und also eigentlich eher fast schon ein Brei als eine Soße. Ja, also eigentlich eher Auflauffüllung, so eigentlich so ein bisschen eher so, ne? Ganz gut, eigentlich. Mache ich selten, weil ich meistens keinen Bock drauf habe. Und was ich aber schon gemacht habe, sind halbwegs aufwendige Kuchen zu backen. Ne? Also zum Beispiel, was ich manchmal backe für bestimmte Gelegenheiten, ist eine Birne-Helene-Torte. So Schokolade und Birne halt, ne? Und was ich auch schon mal gemacht habe, was auch ziemlich gut geklappt hat und ziemlich gut angekommen ist, damals war ein Baumkuchen. Na, das ist schon relativ aufwendig. Es ging aber ganz gut. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das eine ganz gute Gelegenheit ist, hier mal Feierabend zu machen. Es ist jetzt 8:45. Ich werde jetzt... Das sieht ja ganz anders aus. Ich werde hier mal speichern. Und ich muss gestehen, dieses Spiel hat mich ziemlich positiv überrascht. Na, also gerade jetzt so dieser Wechsel zwischen den Charakteren, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Na? Samstag gehe ich zum Kumpel, werde wohl Kartoffelgratin mitbringen mit Speckbällchen und etwas Gemüse, okay? Okay. So, aber ich denke, das soll es mal für heute sein. Guter Einblick, guter Einstieg in das Spiel, würde ich sagen. Und wir werden es weiterspielen. Wenn jetzt nicht nächsten oder übernächsten Male irgendwie was Dramatisches passiert, dann werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Ne? Also wenn nicht irgendwas ist, was Spielablauf oder Mechanik oder irgendwas ganz stark uns jetzt nervt, dann soll es das wohl sein. Das Spiel für die nächsten Wochen wahrscheinlich. Für die nächsten Wochen jeweils donnerstags. Ich werde hier mal das Spiel verlassen. Hauptmenü. Naja. Und wie gesagt, technisch ganz gut geklappt. Ne? Mit dieser virtuellen Geschichte. Wir machen das Spiel beenden. Zack. Alles klar. So. Chat Virtual XP ist jetzt weg. Also. Vielen Dank. Wie jedes Mal für den netten Besuch. Das finde ich eigentlich ein ziemlich gemütliches, schönes Point-and-Click-Adventure, würde ich sagen. Dann gucke ich nochmal eben, ob ich jemanden hosten kann. Verabschiede mich schon mal auf der Aufnahme. Bis dann.